auf den Tagesordnungspunkt 4, vereinbarte Debatte zu dem Thema Suizidhilfe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter diesem Tagesordnungspunkt wollen wir im Rahmen einer Orientierungsdebatte das Thema Suizidhilfe erörtern. Im Februar 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht das vom Bundestag im Jahr 2015 beschlossene Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung aufgehoben und ein umfassendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben erkannt. Heute wollen wir offen, auch über Fraktionsgrenzen hinweg, über mögliche Neuregelungen diskutieren. Um vielen Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, sich an der Debatte zu beteiligen, haben sich die Fraktionen verständigt, dass insgesamt 38 Abgeordnete aus allen Fraktionen für jeweils 3 Minuten das Wort erhalten. Insgesamt ist eine Redezeit von 114 Minuten vorgesehen. Alle anderen Abgeordneten können ihre Redebeiträge zu Protokoll geben. Die parlamentarischen Geschäftsführer haben sich ferner darauf verständigt, dass es keine Kurzinterventionen und keine Zwischenfragen geben soll. Ich bitte nun tatsächlich, die Plätze einzunehmen, wenn Sie an dieser Debatte teilhaben wollen und dem Thema entsprechend die notwendige Aufmerksamkeit hierher zu stellen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Ansgar Hebeling aus der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Grundgesetz ist die freiheitlichste Verfassung, die unser Land je hatte. Es garantiert jedem Einzelnen einen immensen Freiheitsraum und verleiht dem Einzelnen vielfache Rechte, diese Freiheit auch durchzusetzen. Daher respektieren Verfassungs- und Rechtsordnung sogar die Entscheidung des Einzelnen, über das eigene Leben zu verfügen und dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, auch mit fremder Hilfe. Aber unser Grundgesetz ist auch eine Werteordnung. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben mehr geschaffen als eine lose Sammlung subjektiver Rechte des Einzelnen, mehr geschaffen als einen Baukasten zur Durchsetzung individueller Rechte gegen andere oder gegen den Staat. So steht zu Beginn unseres Grundgesetzes mit Artikel 1 die klare Aussage und der klare Auftrag: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist gleichermaßen die Eröffnung eines Freiheitsraumes für den Einzelnen, wie seine Begrenzung im Interesse ethisch-moralischer Grundkonstanten. Und so durchzieht, selbst ohne dass es einer besonderen Nennung bedürfte, die Bejahung des Lebens von Artikel 1 ausgehend unsere Verfassung. Im Umgang mit der Beihilfe zur Selbsttötung zeigt sich das gesamte Spannungsfeld, der ganze Widerstreit zwischen dem Freiheitsraum und seiner legitimen Grenze. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Verfassung solche Grenzen zieht. Dort, wo es um die autonome Entscheidung des Einzelnen geht, muss dessen Autonomie geschützt werden. Geschützt werden vor Beeinflussung dieser Autonomie durch Dritte. Denn nur, wo sie sich unbeeinflusst entfalten kann, bedeutet Autonomie tatsächlich Selbstbestimmung. Ich halte es daher für richtig, die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung grundsätzlich unter Strafe zu belassen, so wie der Bundestag es schon im Jahr 2015 beschlossen hatte. Das Bundesverfassungsgericht lässt diesen Weg auch nach seiner Entscheidung von Februar 2020 ausdrücklich offen.
Es ist nun Aufgabe des Gesetzgebers, nur dort eine Rechtfertigung zuzulassen, wo die tatsächliche Autonomie der Entscheidung des Einzelnen auch wirklich zuverlässig festgestellt werden kann. Die Ambivalenz eines Suizidwunsches ist wissenschaftlich erwiesen. Hier muss der Gesetzgeber seinem Schutzauftrag nachkommen. Denn eine einmal getroffene Entscheidung ist irreversibel. Die Sorgfalt muss daher besonders groß sein. Das kann nur durch ernsthafte und umfassende Beratung, ethische Beratung, auch im Sinne von Alternativen zum Sterbewunsch gewährleistet werden. Am Ende bleibt, unsere Verfassung ist ein Grundgesetz für das Leben und nicht für das Sterben. Und das muss sich in der gesamten Rechtsordnung widerspiegeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heveling. Nächste Rednerin ist die Kollegin Beatrix von Storch aus der AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir führen heute eine Debatte über Suizidhilfe. Im Gegensatz zur Sterbehilfe geht es also nicht nur um Schwerkranke, sondern um alle Suizidwilligen. Das betrifft den schwerkranken 90-Jährigen, der im Sterben liegt, den 40-jährigen Familienvater, der gerade seine Existenz verloren hat, und den 19-Jährigen, den seine Freundin verlassen hat. Wir sprechen über alle diese Fälle. Die unwiderruflich Sterbenskranken, die Leidenden, brauchen Hilfe beim Sterben. Die moderne Palliativmedizin bietet diese Hilfe. So können auch bei schwersten Krankheitsverläufen die Schmerzen effektiv gelindert werden. Es wird Hilfe beim Sterben geleistet, aber eben nicht Hilfe zum Sterben. Die Menschen in akuten Lebenskrisen dagegen brauchen Hilfe zum Leben. Der Rückgang der Suizidrate in Deutschland in den 80er und 90er Jahren zeigt, dass professionelle Hilfe und Beratung effektiv Leben rettet. In fast allen Fällen bewerten die Betroffenen, die ihren eigenen versuchten Suizid überlebt haben, ihr Überleben später als Glück. Sich das Leben zu nehmen, ist nach meiner persönlichen, ganz festen Überzeugung kein Ausdruck autonomer Selbstbestimmung. Es ist allermeistens ein Akt der vollständigen Verzweiflung. Suizidwillige brauchen daher keine staatlichen Angebote zum Sterben, sondern Menschen, die ihnen helfen. Mit der Förderung der Suizidbeihilfe öffnen wir die Büchse der Pandora. In der Schweiz hat sich die Zahl der assistierten Selbstmorde zwischen 2010 und 2018 verdreifacht. Suizidforscher und Palliativmediziner warnen nachdrücklich davor, den assistierten Suizid zu ermöglichen. Und die Bundesärztekammer und der Marburger Bund befürchten, dass so die Erwartungshaltung entsteht, dass Ärzte Suizidhilfe leisten müssen. In seiner Rede zur Bioethik 2001 hat der damalige Bundespräsident Johannes Rau eindringlich gewarnt. Ich darf zitieren: Wenn das Weiterleben nur eine von zwei Optionen ist, wird jeder rechenschaftspflichtig der anderen die Last seines Weiterlebens aufbürdet. Zitat Ende. Gott bewahre uns davor. Der assistierte Suizid begründet eine Kultur des Todes. Diese widerspricht nicht nur universellen ethischen Grundsätzen, sondern auch den Werten unserer christlich-abendländischen Kultur. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin von Storch. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Lars Castellucci aus der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und heute in besonderer Weise liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die uns zusehen. Das ist eine Debatte über das Sterben, aber eigentlich ist es eine Debatte über das Leben und über das Sterben, das ein Teil dieses Lebens ist. Und dem müssen wir uns stellen, und das fällt gar nicht leicht, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.
Und weil das so ist, müssen wir uns dafür Zeit nehmen. Zeit mit so einer Orientierungsdebatte, aber ich will das eingangs auch sagen, Zeit über die wenigen verbleibenden Sitzungswochen hinaus und nicht schon in dieser Wahlperiode zu einer endgültigen Entscheidung kommen. Es gibt einen Spruch, der wird im Zusammenhang von Leben, Sterben, Tod gerne zitiert. Er heißt, alles hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit und so weiter. Die Wahrheit heute ist allerdings, niemand hat Zeit. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen nicht nur über Fristen reden, über Paragraphen. Wenn es gut gehen soll beim Leben und auch am Lebensende, dann brauchen wir andere Menschen. Und die brauchen eben Zeit. Eltern für ihre Kinder, Kinder für ihre Eltern, Pflegekräfte für die Kranken, für die Älteren, ich für dich, du für mich. Nur so kann es gehen. Und ein gutes Deutschland von morgen ist eben nicht nur höher, schneller, weiter, sondern es ist ein Land, in dem wir füreinander einstehen, in dem wir aufeinander achten, einander respektieren. Daran müssen wir arbeiten. Das Verfassungsgericht hat uns nun einen Auftrag gegeben, und ich möchte sagen, den respektiere ich ganz ausdrücklich. Ich respektiere die freien Willens, freiwillig getroffene Entscheidung, sich selbst das Leben zu nehmen, auch wenn ich traurig bin in jedem einzelnen Fall. Ich respektiere auch, dass dafür die Hilfe anderer in Anspruch genommen werden kann. Aber ich muss doch daraus kein Modell machen. Denn wenn es ein Modell würde, welche Entscheidungen werden dann so freiwillig künftig noch getroffen? Dann wird doch gefragt werden, lohnt sich das noch, die nächste Operation oder auch nur die Anschaffung? Dann wachsen Erwartungen in der Gesellschaft oder ich denke nur, sie könnten da sein, dass das Häuschen doch zur Pflege nicht draufgehen soll. Oder ich bin nur noch eine Last und da sage ich, stopp, niemand in diesem Land ist überflüssig. Und mehr noch, niemand in diesem Land soll sich überflüssig fühlen. Und deswegen ja zu selbstbestimmten Entscheidungen, aber auch bitte, Kolleginnen und Kollegen, darauf achten, dass gesellschaftlich noch nicht noch mehr ins Rutschen gerät. Deshalb bin auch ich für Schranken, die wir auch im Strafrecht setzen müssen. Es braucht Schutz der Selbstbestimmung auch für verletzliche Gruppen, Prävention, eine gute Versorgung. Dafür müssen wir jetzt einen neuen Anlauf miteinander wagen. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von 5 Fraktionen lade ich dazu herzlich ein, mitzuwirken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Helling-Pla, FDP, aus der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen. So hat es das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr formuliert. Einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz, so das Gericht, darf es nicht geben. Ich finde, wir sollten einen selbstbestimmten Sterbewunsch nicht nur respektieren, wir sollten uns als Gesetzgeber an die Seite der Menschen stellen, die selbstbestimmt sterben möchten. Ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben darf es nicht nur auf dem Papier geben. Es gebietet die Menschlichkeit, dass selbstbestimmt handelnde Betroffene auch Zugang zu Medikamenten zur Selbsttötung erhalten und nicht länger entweder ins Ausland gehen oder auf unsichere und schmerzhaftere Möglichkeiten zur Selbsttötung verwiesen werden. Wir sollten deshalb noch in dieser Wahlperiode tätig werden. Lassen Sie uns ein verständliches und umfassendes Suizidhilfegesetz auf den Weg bringen, das die folgenden 5 Gedanken beherzigt. Wir brauchen ein Gesetz, das ein flächendeckendes, niederschwelliges, hochwertiges, umfassendes und bevormundungsfreies Beratungsangebot für jedermann etabliert.
dass es jedem, der sich aus autonom gebildetem freien Willen heraus entschließt, zu sterben, ermöglicht, Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Dass es im Grundsatz erlaubt, Menschen, die selbstbestimmt gehen möchten, zu helfen. Das klarstellt, dass jeder, auch ein Arzt, Suizidhilfe leisten darf. Und dass die Möglichkeit der ärztlichen Verschreibung von Mitteln zur Selbsttötung für selbstbestimmt Handelnde vorsieht. Dass wir uns innerhalb der verfassungsrechtlichen Leitplanken bewegen müssen, sollte selbstverständlich sein. Lassen Sie uns auch deshalb die folgenden 5 Dinge nicht machen. Lassen Sie uns gedanklich nicht an die verfassungswidrige Norm des § 217 Strafgesetzbuch anknüpfen. Schaffen wir nicht wieder ein grundsätzliches Verbot jeglicher Hilfe und lassen wir die Finger vom Strafrecht. Lassen Sie uns nicht an materielle Kriterien wie Erkrankungen anknüpfen. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht explizit untersagt. Lassen Sie uns die Entscheidung über den Zugang zu einem Medikament zur Selbsttötung nicht zu einer Behördenentscheidung machen. Schließlich lassen Sie uns die Zahl erforderlicher Gutachten und zwischengeschalteter Entscheidungsprozesse und die Länge abzuwartender Fristen nicht so gestalten, dass das Recht auf einen selbstbestimmten Tod de facto wieder leerläuft. Meine Damen und Herren, wir müssen Sicherungsmaßnahmen ergreifen, aber wir dürfen unsere eigenen Moralvorstellungen nicht über die individuelle Selbstbestimmung stellen. Betroffene brauchen keine Bevormundung, nicht den erhobenen Zeigefinger. Sie brauchen unser Verständnis. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Helling-Klar. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Petra Sitte aus der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sterbehilfe ist Lebenshilfe für Menschen, die im Verlaufe ihres Lebens über dessen Ende nachdenken und die eben vorbereitet sein wollen. Für Menschen, denen unmittelbar das Sterben vor Augen steht. Weiterzuleben scheint unmöglich, aus welchem Grund auch immer. Darüber haben wir nicht zu befinden und wir haben uns nicht darüber zu erheben. Für Menschen, die andere zeitlebens oder eben auch am Lebensende begleiten und sich mit ihnen zu Sterben und Tod austauschen, ob als Angehörige, Ärzte, Pflegende oder eben Freunde. Jeder oder jede von uns hegt wohl den Wunsch, dass Sterben keine Qual werden möge. Man möchte einfach im Frieden mit sich selbst gehen und man möchte sich auch verabschieden können. Wir wissen, wie in diesen Zeiten dieser Wunsch gerade existenziell wichtig ist, um ein Leben in Ruhe zu beenden und wie wichtig das für Familien ist. Manche nehmen Sterben in Demut hin. Aber die Mehrzahl der Menschen möchten doch eher mit der Vorstellung leben, es auch selbstbestimmt entscheiden zu können, möchten es in der eigenen Hand haben. Und in dieser Hoffnung lassen sich Ängste und Ohnmachtsgefühle sehr wohl abbauen. Das Sterben verliert dann eben auch das Bedrohliche. Und damit lässt sich ganz sicher besser leben. Und deshalb ist für mich eben Sterbehilfe auch Lebenshilfe. In diesem Sinne hat uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben, ungerechtfertigte Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht von Menschen auszuschließen. Es geht um Rechtssicherheit für Betroffene, für Angehörige und Ärzte. Seit 2015 bestehen aber unüberwindliche faktische Hürden dafür. Wir müssen auch die Frage klären, wie nach langem Nachdenken, nach Gesprächen, nach Beratungen und letztlich eben auch einer Entscheidung der Sterbewillige oder die Sterbewillige legal an ein Medikament kommt. Maßstab unserer gesetzlichen Regelung, meine Damen und Herren, kann nicht sein, ob der oder die einzelne Abgeordnete hier in diesem Hause selbst Sterbehilfe beanspruchen möchte oder es ausschließt. Maßstab sollten die Wertevorstellungen und Wünsche von Menschen im Land sein, welche das Grundgesetz formuliert und eben auch schützt. Nach diesen Werten und in Würde leben und sterben zu können. Dafür haben wir hier so weit Räume zu öffnen, dass niemand
an seiner selbstbestimmten Entscheidung gehindert wird oder damit andere in ihrer Entscheidungsfreiheit einschränkt. Nicht Misstrauen in die Entscheidungsfähigkeit und in die Entscheidungskraft von Menschen sollte uns leiten. Nicht Verbote, sondern ergebnisoffene, auch präventive Angebote sollten ihnen helfen. Meine Damen und Herren, entscheiden wir uns für gute Suizidprävention und entscheiden wir uns damit auch für Lebenshilfe. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sitte. Nächste Rednerin ist die Kollegin Renate Künast aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Bundesverfassungsgericht hat ja den alten § 217 StGB für nichtig erklärt. Und Sie haben gesagt, in jeder Lebenslage, wirklich in jeder Lebenslage, Sie haben nicht nach Alter, nach Krankheit oder was immer differenziert, in jeder Lebenslage sagt das allgemeine und beinhaltet das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und sich dabei auch Hilfe von Dritten zu holen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch gesagt, dass der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin, das sind wir, Schutzvorschriften machen kann und Sterbehilfe regulieren kann. Und was mich beeindruckt, wenn ich diesen Text noch mal lese, dass da auch steht, dass wir einen Weg haben müssen, die Menschen das Recht haben, ihren verfassungsrechtlichen Wunsch in zumutbarer Weise zu verwirklichen. Und das bewegt mich, meine Damen und Herren. Hier ist jetzt über Freiheit und dass unser Grundgesetz das Leben will. Ja, das stimmt. Aber wir haben eben auch dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und wir wissen doch heute nach dieser Gerichtsentscheidung, Sterbehilfe und Beihilfe findet statt. Vereine gehen in Altersheime und beraten über das Recht am Ende des Lebens. Ärztinnen und Ärzte sind damit konfrontiert, meine Damen und Herren. Und da meine ich, dass wir es nicht bei der Gerichtsentscheidung belassen können, sondern auch rechtlich einen klaren, rechtssicheren Weg eröffnen müssen. Und das heißt, einen rechtssicheren Weg Zugang zu Medikamenten, die jetzt auf irgendwelche clandestine Art und Weise und keiner weiß welche eigentlich genommen werden. Fassen wir uns ein Herz und machen wir eines, nämlich im Rahmen des Respekts vor dieser Selbstbestimmung finden wir einen Weg, der sicher ist und zumutbar ist. Und ich sage noch mal für Herrn Castellucci, es geht nicht darum, ein Modell zu eröffnen. Es findet längst statt, Herr Castellucci, ohne dass wir Schutzrahmen drin haben. Ich meine, es geht hier auch nicht um die Frage, ob Sie oder ich, ob irgendjemand von uns das richtig findet oder nicht richtig findet oder ob Kirchen, religiöse Menschen das richtig oder nicht richtig finden. Es ist ein Persönlichkeitsrecht. Das Grundgesetz fordert faktisch von uns zu sagen, wie können Betroffene ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben rechtssicher umsetzen? Wie können wir den Schutzraum organisieren, meine Damen und Herren? Der Ort für eine solche Regelung ist definitiv nicht das Strafgesetzbuch, sondern meine Kollegin Katja Keul und ich haben ja einen Entwurf, der von anderen unterstützt wird, vorgelegt, ein eigenes Schutzgesetz, das differenziert zwischen Menschen in medizinischer Notlage und Menschen, die aus anderen Gründen ihr Leben enden wollen. Wir sagen nicht, der eine darf, der andere darf nicht, sondern wir eröffnen unterschiedliche Wege und respektieren das Recht beider, meine Damen und Herren. Ich will eines hinzufügen an der Stelle. Wir sagen auch, und ich finde, dass man das regeln muss, zu Sterbehilfenvereinen muss es Regeln geben, zu der Begleitung muss es Regeln geben, es muss die Zuverlässigkeit der Personen geregelt werden, meine Damen und Herren. Und was auf alle Fälle uns bleibt, ist, wir können nicht zulassen, dass das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, es muss Zugang zu Betäubungsmitteln geben und der Bundesminister sagt, es gibt hier gar keine Abwägung, ihr sagt immer nein. Das können wir nicht akzeptieren rechtlich. Und dann bleibt für mich, lassen Sie uns einen rechtssicheren, guten, sauberen Weg finden. Und denken wir im Übrigen immer dran, 365 Tage im Jahr ist Zeit, neben dieser Regelung endlich gute Prävention und gute Betreuung zu organisieren und zu finanzieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Künast. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Pilsinger aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Dieser Grundsatz aus Artikel 1 des Grundgesetzes gilt auch am Ende des Lebens. Deshalb ist die Diskussion, wie wir mit schwerkranken und sterbenden Menschen umgehen, eine zentrale Frage unseres Gemeinwesens. In den letzten Jahren hören wir zunehmend Stimmen, die am Ende des Lebens in der Sterbehilfe einen gangbaren Ausweg sehen. Diesen Weg hat in gewisser Weise nun auch das Bundesverfassungsgericht eingeschlagen. In seinem Urteil vom 26.02.20 hat das Gericht das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben und somit auch die Autonomie als Ausdruck der Menschenwürde stärker gewichtet als den Schutz des Lebens. Ich bin der Überzeugung, der Schutz der menschlichen Würde steht nur dann auf festem Grund, wenn auch der Schutz des Lebens bis zum Ende uneingeschränkt gilt. Denn wahre Autonomie kann es nur geben, wenn sie in einen übergeordneten gesellschaftlichen Grundkonsens eingebettet ist. Der einzelne Mensch lebt nämlich nicht nur für sich allein, er lebt mit und für andere und damit in einer Gemeinschaft, die auf das Leben ausgerichtet ist. Mit der intellektuellen Trennung des Einzelnen vom Ganzen wird dieser gesellschaftliche Grundkonsens nun aufgebrochen. Ich bin der Auffassung, mit der Trennung von Lebensschutz und Menschenwürde macht sich am Ende eine Kultur des Todes breit. Denn sobald die Selbsttötung als legitimer alternativer Weg gewissermaßen Normalität in die Gesellschaft erlangt, wird die Selbsttötung eine immer breitere gesellschaftliche Akzeptanz finden. Damit wird der Suizid zu einer echten Alternative, meine Damen und Herren, und dies kann in bestimmten Fällen zu Erwartungshaltungen führen. Es besteht dann die konkrete Gefahr, dass Menschen aufgrund einer Pflegebedürftigkeit oder Krankheit das Gefühl bekommen, ihren Angehörigen durch eine Selbsttötung entlasten zu müssen. Aber kann das ein Weg sein, den die Politik gehen möchte? Ich selbst habe in meiner Zeit als Krankenhausmediziner einige Zeit auf einer Palliativstation gearbeitet. Ich weiß, dass mit der modernen Palliativmedizin die Linderung von Schmerz und Leid möglich ist. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass es einen viel stärkeren Ausbau des Hospiz- und Palliativwesens in Deutschland geben muss. Und es bedarf einer psychologischen Betreuung von Suizidwilligen, um eine Depression oder andere psychische Erkrankung von einem nachhaltigen Sterbewunsch unterscheiden zu können. Denn diese Entscheidung kann nicht rückgängig gemacht werden. So sehr im Einzelfall gute Gründe für eine Selbsttötung sprechen mögen, so muss Politik doch am Ende immer das große Ganze im Blick behalten. Solche politischen Entscheidungen haben gesamtgesellschaftliche Auswirkungen und müssen deshalb intensiv diskutiert werden. Ich bin der Überzeugung, es braucht jetzt eine intensive, inhaltlich und fachliche Debatte, die den Wert des Lebens verdeutlicht und geeignete Alternativen zur Selbsttötung aufzeigt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bilsinger. Nächster Redner ist der Kollege Volker Münz, AfD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren! Das Bundesverfassungsgericht leitet in seinem Urteil das Recht auf selbstbestimmtes Sterben mit der Möglichkeit der Suizidhilfe aus der Achtung vor der Würde des Menschen ab. Dieser These kann ich nicht zustimmen. Das Gegenteil halte ich für richtig, nämlich dass die Menschenwürde die Achtung und die Erhaltung jedes menschlichen Lebens gebietet. Dies folgt aus dem christlichen Menschenbild. Albert Schweitzer bezeichnet dies als Ehrfurcht vor dem Leben. Ja, niemand will selbst im Sterben leiden oder andere, insbesondere Angehörige, leiden sehen. Der assistierte Suizid kann aber kein Ausweg aus der Not des Leidens und Sterbens sein. Auch mit einer vorgeschalteten Beratungspflicht, wie vereinzelt vorgeschlagen, kann das keine Lösung sein, aus meiner Sicht. Danach wäre die erfolgte Beratung eine Voraussetzung dafür, sein Leben mit Hilfe eines Dritten beenden zu können, analog zum Schwangerschaftsabbruch, also der Beendigung des Lebens eines ungeborenen Kindes.
Es gibt kein Recht auf Abtreibung. Genauso kann es auch kein Recht auf Hilfe bei der Selbsttötung geben. Der assistierte Suizid darf nicht zu einer staatlich geregelten Art des Sterbens werden. Er darf nicht zu einer Normalität werden. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, dass alte und kranke Menschen sich einem zumindest indirekten Druck ausgesetzt sehen, ihrem Leben ein Ende zu bereiten, um ihren Angehörigen nicht zur Last zu fallen. Wir dürfen die Büchse der Pandora nicht öffnen. Schon jetzt geht es ja beim Thema Sterbehilfe nicht nur um sterbenskranke Menschen, sondern auch um die, die aus Verzweiflung nicht mehr leben wollen. Was kommt dann als nächstes? Suizidbeihilfe bei Minderjährigen oder Tötung auf Verlangen? Was es ja alles schon in Nachbarländern gibt. Wir haben nicht zu wenig Selbstmorde, sondern leider zu viele, gerade auch in Corona-Zeiten. Der Staat und deshalb auch wir in diesem Hohen Hause sollten die Voraussetzungen dafür verbessern, dass Menschen in scheinbar auswegloser Lage geholfen wird, dass sterbenskranken Menschen so weit wie möglich die Schmerzen genommen werden und dass Sterbende in Würde und in Begleitung ihrer Angehörigen sterben können. Es müssen also Suizidprävention, Palliativmedizin und Hospizarbeit gefördert werden. Die organisierte Beihilfe zur Selbsttötung darf nicht legalisiert werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Münz. Ich unterbreche die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 4 und ich komme zurück zu Tagesordnungspunkt 1a. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist vorbei. Ich frage, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Gut, das ist natürlich überraschend, dass so viele Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja Zeit, also es ist nicht so, dass wir jetzt in Eile sind. Ich habe heute auch keinen Nachtdienst insofern. Ich weiß, als Präsident der Herzen ist das. Schön. Ich frage noch einmal, ist noch jemand anwesend, der seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführer und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Schlussabstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Anschließend folgen die weiteren Abstimmungen mit Handzeichen. Ich komme zurück zur Aussprache Tagesordnungspunkt 4, vereinbarte Debatte Suizidhilfe, und erteile als nächste Rednerin der Kollegin Dr. Nina Scheer aus der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt schon vielfach erwähnt worden, es handelt sich um ein Einschneiden, um eine Zäsur, die wir letztes Jahr im Februar erlebt haben durch ein Verfassungsgerichtsurteil. Und ich möchte noch mal konkretisieren, es ist nicht nur das Recht auf selbstbestimmtes Sterben festgestellt worden, sondern ein Grundrecht wurde formuliert, ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben. Und Frau Kollegin Künast hatte auch gerade schon erwähnt, diese Bezeichnung, was ist zumutbar? Und wenn ich wirklich davon ausgehe, dass ich ein Grundrecht habe und dann hinzunehme, dass es zumutbar sein muss, in einem Staat so behandelt zu werden von der Gemeinschaft, dass ich eben nicht in unzumutbarer Weise dem Recht auf einen Suizid nachkommen muss, dann bedeutet das irgendwann schlechterdings, dass Hilfe gegeben werden muss. Sonst ist es im Verborgenen, sonst ist es in unwürdigen Situationen, dass Menschen bloß unentdeckt von der Allgemeinheit, von der Gesellschaft, im Versteckten, im Verborgenen sich das Leben nehmen. Das ist für mich Ausdruck von Unwürdigkeit. Und auch das Bundesverwaltungsgericht hatte ja in Fällen, in denen es so offenkundig, weil ja Hilfeschreie damit zu verbunden sind, offenkundig ist bei schwerkranken, unheilbar erkrankten Menschen, also mit unheilbaren Krankheiten erkrankten Menschen, auch mit vielen Anträgen beim Bundesministerium vorliegt, der Wunsch,
Hilfe zu bekommen in Form von auch dem medizinisch heute möglichen, in Form von Betäubungsmitteln. Und das ist ja auch ein Hilferuf von vielen Menschen, die eben in dieser Situation sind. Und wenn da auch schon das Verwaltungsgericht gesagt hat, man muss im Grunde genommen in diesen Situationen dann auch den Weg eröffnen, ist damit ja auch schon eingegrenzt, wie diese Zumutbarkeit zu fassen ist. Und letztendlich hat das Bundesverfassungsgericht und jetzt nur noch klar gezeichnet, dass wirklich ein Handlungsbedarf ist. Deswegen können wir uns diesem Handlungsbedarf nicht länger widersetzen. Wir sollten es auch nicht, denn auch von der lebensbejahenden Warte heraus muss es doch in unser Interesse sein, dass die Menschen sich an die Gemeinschaft wenden in ihren Nöten. Und wenn man ein Beratungsnetzwerk aufbaut, was eigentlich dann die nächste logische Konsequenz sein muss mit Begutachtungsverfahren, dann haben wir damit einen Andockpunkt und sollten diesen auch schaffen für alle Menschen, die in dieser Lebenssituation sind, die mit diesen Gedanken unterwegs sind. Und da und nur dort können wir gemeinsam auch für Lösungen suchen, dass eben Menschen, die auch wieder zurückkommen auf den Weg des Lebens und den Willen des Lebens, nämlich nach den Kriterien selbstbestimmt, also autonom, dauerhaft und ernsthaft wieder zurück wollen auf den Weg des Lebens, dass wir die dann auch erfassen. Und anders, wenn wir ihnen den Weg versperren, wenn wir sagen, wir haben keinen Handlungsbedarf, wir werden hier nichts tun, dann werden wir auch riskieren, dass diese Menschen alleingelassen ihrem Leben das Ende setzen. Also ich denke, nicht zu handeln würde bedeuten, wir haben unterm Strich mehr Selbstmorde. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Scheer. Nächster Redner ist der Kollege Benjamin Strasser aus der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Selbstbestimmung in allen Lebenslagen, das ist nicht nur eine Lebenseinstellung, die ich als junger Mensch und Liberaler habe. Es ist ein Wert, auf den sich, glaube ich, ganz viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus verständigen können. Denn Selbstbestimmung ist auch Ausfluss der Würde eines Menschen. Und trotzdem ist nicht alles im Leben planbar und auch nicht alles im Leben selbstbestimmt. Es gibt Situationen, die uns sprichwörtlich aus der Bahn werfen. Drogen, Schulden, Depressionen, eine schwere körperliche Erkrankung. Es sind diese Grenzsituationen im Leben, die oftmals mit einer als unerträglich empfundenen Lebenssituation und vor allem einer tiefen Hoffnungslosigkeit einhergehen. Hoffnungslosigkeit engt uns ein und sie führt vor allem zu einer Einschränkung unserer Selbstbestimmung. Es gibt Menschen, die diese Situation als unerträglich empfinden und sich das Leben nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil den assistierten Suizid legalisiert, aber uns auch vor schwerwiegende Fragen gestellt. Und diese Frage diskutieren wir aus meiner Sicht noch zu wenig. Was bedeutet selbstbestimmtes Sterben denn konkret? Und wie sichern wir als Gesetzgeber auch in Grenzsituationen den freien Willen des Einzelnen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten nicht dem Fehler unterliegen, Autonomie mit Autarkie zu verwechseln. Menschen sind keine autarken Wesen. Und ob wir es wollen oder nicht, wir sind eingebunden in eine Gemeinschaft. Wir alle werden beeinflusst von unseren Wahrnehmungen und unseren Mitmenschen, im Positiven wie im Negativen. Wer also selbstbestimmtes Sterben ernst nimmt, der muss Menschen gerade in diesen Grenzerfahrungen effektiv vor missbräuchlichem Druck durch Dritte oder einer unausgesprochenen gesellschaftlichen Erwartungshaltung schützen. Das muss der Anspruch für uns als Gesetzgeber sein. Das Bundesverfassungsgericht selber erkennt in seiner Entscheidung an, dass von der Normalisierung des assistierten Suizids als Form einer Lebensbeendigung und dem Angebot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe eine Gefahr für die Selbstbestimmung des Einzelnen ausgeht. Wir sollten deshalb aus meiner Sicht weiter das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe im Strafrecht regeln, um Missbrauch von Dritten bei der freien Entscheidung des Einzelnen effektiv zu unterbinden. Selbstbestimmtes Sterben ist ohne eine effektive Suizidprävention nicht denkbar. Den Betroffenen muss klar sein,
welche Auswege es aus ihrer Hoffnungslosigkeit gibt. Der Zugang zu einem todbringenden Medikament darf nicht einfacher sein als zur Palliativversorgung oder zu anderen Angeboten. Ein einmaliges Beratungsgespräch, liebe Kollegen, ist keine Suizidprävention. Die bestehenden Angebote, beispielsweise der Sucht- und Schuldnerberatung, müssen effektiv ineinandergreifen und zeitnah zur Verfügung stehen. Und ja, zur Stärkung der Suizidprävention muss diese aber auch mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen nach dem Urteil handeln. Wir können die Menschen nicht im Ungewissen lassen. Aber echte Selbstbestimmung im Sterben zu gewährleisten, ist ohne ein wirksames Schutzkonzept, das vor Missbrauch schützt, nicht denkbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Strasser. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Vogel, Fraktion oder aus der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, Menschen, die nicht mehr leben wollen, befinden sich oft in einer Ausnahmesituation. Sie leiden am Leben, so wie es gerade ist, sei es durch Krankheit, Depression, Einsamkeit, den Verlust von geliebten Menschen oder eine soziale Notlage. Und im Moment sehen Sie keinen Ausweg. In dieser Situation sind Sie besonders verletzlich und müssen vor Beeinflussung geschützt werden, auch deshalb, weil Suizidgedanken oft ambivalent und kurzfristig sind. Und als ich am 2. Juli 2015 den Gesetzentwurf mit eingebracht habe, den das Hohe Haus später mit großer Mehrheit verabschiedet hat, ging es mir vor allem darum, das Treiben selbsternannter Sterbehelfer zu unterbinden, die aus dem Sterbewunsch von Menschen ein zynisches Geschäftsmodell machen. Damals hat mich ein Video besonders berührt, in dem eine Mitarbeiterin eines dieser Vereine einem alten Mann den regelrecht bedrängte, seine eigenen Bedenken gegen seinen vorher geäußerten Suizidwunsch beiseite zu legen. Dieses Video ist inzwischen von der Website verschwunden. Dafür hat sich der Mindestpreis für die Dienstleistung Suizid von damals 1.000 auf heute 2.000 Euro erhöht. Das alleine finde ich schon abstoßend und empörend genug. Aber die Suizidforschung sagt auch ganz klar, dass allein die Existenz solcher Angebote und die Werbung, die dafür gemacht wird, die Zahl der Suizide erhöhen kann. Das Verfassungsgericht hat in seinem Urteil grundsätzlich bestätigt, dass der Staat die hochrangigen Verfassungsgüter, Leben und Autonomie auch mit dem Strafrecht schützen kann. Jedoch müsse er sicherstellen, dass im Einzelfall ein Zugang zu freiwillig bereitgestellter Suizidhilfe real eröffnet bleibt. Deswegen werbe ich dafür, den § 217 StGB mit einer Ausnahmeregelung genau für solche Einzelfälle zu ergänzen. Geschäftsmäßige Hilfe zum Suizid sollte nur straffrei bleiben, wenn die frei verantwortliche Entscheidung gesichert ist und trotz Beratung über mögliche Alternativen bestehen bleibt. Das bedeutet auch, dass Minderjährigen und Personen, die nicht in der Lage sind, einen freien Willen zu bilden, keine Mittel zur Selbsttötung verschafft werden dürfen. Gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte darf nie wieder möglich sein, dass Dritte darüber entscheiden, ob ein Leben wert ist, gelebt zu werden oder nicht, oder dass Menschen dazu gedrängt, genötigt oder auch nur ermuntert werden, den Weg in den Tod zu wählen. In unserer kapitalistischen Gesellschaft scheint ja alles einen Preis zu haben, aber fast nichts mehr einen Wert. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der jedes Leben wertvoll ist und bis zum Ende gelebt werden darf. Der Tod gehört dazu, aber wenigstens sollte er nicht auf dem freien Markt gehandelt werden. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogel. Ich muss erneut bedauerlicherweise diese ernste Debatte zum Tagesordnungspunkt 4 unterbrechen und zurückkehren zu Tagesordnungspunkt 1a und 1b. Ich gebe Ihnen das Ergebnis, das von den Schriftführern und Schriftführern ermittelt wurde, der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, Entwurf eines vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, Drucksache 19
28.444, 19, 28.692 und 19, 28.732 bekannt. Abgegebene Stimmkarten 656. Mit Ja haben gestimmt 342. Mit Nein haben gestimmt 250. Enthaltungen 64. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Wir kommen nunmehr. Es wäre vielleicht angemessen, auf solche Entscheidungen nicht mit diesen entsprechenden Kategorien zu reagieren, selbst wenn uns das Ergebnis im Einzelfall nicht schmecken mag. Aber Entscheidungen des Deutschen Bundestages sind jeweils nicht mit dem Begriff Pfui zu kommentieren. Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsanträge. Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 28.761. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Gut, ich gehe davon aus, die FDP, ja. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist dieser Entschließungsantrag bei Enthaltung der Fraktion der Linken gegen die Stimmen der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 28.762. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, dann ist dieser Entschließungsantrag gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1b. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf Drucksachen 28.692 und 28.732 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 24.453 mit dem Titel Corona-Strategie für besonders gefährdete Menschen zum Nutzen der ganzen Gesellschaft. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Unter Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 25.882 mit dem Titel Lockdown-Maßnahmen durch Gesetz, nicht durch Verordnungen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe d die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 27.960 mit dem Titel Mehr Sicherheit und Lebensqualität mit Schnelltests und Selbsttests für alle. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktionen von Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Nunmehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, kehren wir zurück zur Aussprache Tagesordnungspunkt 4 und ich erteile als nächste Rednerin das Wort der Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gonter aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ein Begriff ist in der Debatte um die Hilfe zur Selbsttötung zentral: Selbstbestimmung. Jeder Suizidwunsch verdient grundsätzlich Akzeptanz. Das Bundesverfassungsgericht hat etwas sehr Wichtiges klargestellt. Es sagt, die Selbstbestimmung von Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, kann durch vielfältige innere und äußere Einflüsse, durch Drucksituationen gefährdet sein. Ein Schutzkonzept sichert hier also die Selbstbestimmung. Stellen Sie sich zum Beispiel eine alte, pflegebedürftige Frau vor. Sie hat eine geringe Rente und Angst, ihren Angehörigen zur Last zu fallen und auch Sorge um ihr mühsam zusammengespartes Erbe. Wenn sie über einen Suizid nachdenkt, dann mögen diese Gedanken ausgelöst sein durch diese Sorgen. Auch seelische Erkrankungen, die Angst vor Autonomieverlust, Einsamkeit können solche Drucksituationen sein. Das Bundesverfassungsgericht spricht dann von sozialen Pressionen und Nützlichkeitserwägungen, die dazu führen können, dass sich der assistierte Suizid als normale Form, das Leben zu beenden, insbesondere für alte und kranke Menschen durchsetzt. Ich meine, eine solche Normalisierung darf niemals eintreten. Kein Mensch darf vom Staat das Signal bekommen, sie oder er sei überflüssig oder werde nicht gebraucht. Stand der Wissenschaft ist,
dass die allermeisten Suizidwünsche volatil, also unbeständig sind. Und genauso kann ich es aus meiner langjährigen Praxis als Ärztin und Psychotherapeutin bestätigen. Der suizidale Gedanke ist zumeist nicht der Wunsch nach dem Tod, sondern der Wunsch nach einer Zäsur, der Wunsch nach einer Pause vor einer, von einer als unerträglich empfundenen Situation. Und je leichter der Zugang zu Suizidmitteln ist, desto häufiger sind Suizide. Menschen in Krisen brauchen Hilfe, um aus dieser Situation herauszukommen und wieder selbstbestimmt leben zu können. Das kann die Schuldnerinnenberatung, die Suchtberatung genauso wie ärztliche oder psychotherapeutische Unterstützung sein. Die Hilfe zum Tod hingegen zementiert das Ende der Selbstbestimmung. Menschen auf dem Sterbebett erleben durch menschliche Zuwendung, durch palliative Versorgung, dass ihre Selbstbestimmung gewahrt wird. Das Bundesverfassungsgericht warnt vor Versorgungslücken, die gerade angesichts des steigenden Kostendrucks im Pflege- und Gesundheitssystem zu Ängsten vor dem Verlust der Selbstbestimmung führen und dadurch Suizidentschlüsse fördern. Das heißt, wir brauchen eine bessere Suizidprävention. Die Hilfe zum Suizid muss unbedingt eingebettet sein in ein Schutzkonzept. Nur so kann die Selbstbestimmung jeder und jedes Einzelnen gewahrt werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Cabal-Gonte. Nächster Redner ist der Kollege Hermann Gröhe aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für mich gehören der Respekt vor der Selbstbestimmung des Einzelnen und der Schutz des Lebens untrennbar zusammen. Denn das Leben selbst ist die Voraussetzung für jede Selbstbestimmung, der mit der Selbsttötung unwiederbringlich die Grundvoraussetzung schlechthin entzogen wird. Ich bedauere daher die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Auch die 2015 hier im Bundestag zu 217 Strafgesetzbuch vertretene Gegenposition wurde vom Bundesverfassungsgericht verworfen. Denn der damalige Entwurf für ein Suizidhilfegesetz sah ausdrücklich vor, die Zulässigkeit der Suizidhilfe an eine unheilbare, unumkehrbar zum Tode führende Erkrankung anzuknüpfen. Einzig zulässige Voraussetzung für eine rechtmäßige Inanspruchnahme von Selbsttötungshilfe sei, so das Bundesverfassungsgericht, ein autonom gebildeter freier Wille, von dem nur bei einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit ausgegangen werden könne. Vieles ließe sich dazu sagen. Hier will ich mich nur darauf konzentrieren, zu betonen, dass auch das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich Gefahren für eine solche frei verantwortliche Entscheidung benennt und jedenfalls insoweit auch ein Schutzkonzept für geboten hält. Druck von außen, auch durch ein gesellschaftliches Klima abzuwehren, sei daher legitim. Dazu sei auch grundsätzlich das Strafrecht ein denkbares Mittel. Wegen dieser Gefahren für eine frei verantwortliche Entscheidung und weil es um Leben und Tod geht, halte ich eine Verortung entsprechender Regelung im Strafrecht für geboten, meine Damen, meine Herren. Dass ein Selbsttötungswille einer frei verantwortlichen Entscheidung entspricht, lässt sich nicht leicht feststellen. Aus Hospizen und Pflegeeinrichtungen wissen wir, dass sich der Wunsch zu sterben und der Wunsch weiterzuleben immer wieder abwechseln können und welch segensreiche Wirkung Palliativ- und hospizliche Versorgung hier entfalten können. Uns eint alle der Wille, diese Angebote, auch Angebote der Suizidprävention, weiter auszubauen. Es steht einer solidarischen Gesellschaft gut zu Gesicht, Menschen auch in Krisen zum Leben zu ermutigen, meine Damen und Herren.
Und dazu gehört zu einer solchen Kultur der Ermutigung zum Leben nicht nur, dass nicht der Einzelne zur Selbsttötungshilfe gezwungen werden darf, wie dies alle Positionen anerkennen, sondern dass auch Einrichtungen verbindlich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festlegen können, dass solche Angebote nicht zu ihrem Selbstverständnis gehören. Ich weiß, dass nicht nur kirchliche Einrichtungen, sondern viele Hospize darauf großen Wert legen. Meine Damen, meine Herren, vor uns stehen schwere Entscheidungen, und ich will ein persönliches Dilemma bekennen. Jedes Verfahren, das wir brauchen, um etwa seelisch erkrankte Menschen zu schützen, birgt die Gefahr in sich einer Gewöhnung an Selbsttötungshilfe. Das ist ein schweres Dilemma, über das wir sicher noch viele Diskussionen führen und am Ende eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gröhe. Nächster Redner ist der Kollege Norbert Kleinwächter aus der AfD-Fraktion. Werter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, haben wir die Macht, Regelungen über Leben und Tod zu treffen? Dürfen und sollten wir Biopolitik im eminenten Sinne betreiben? Ich finde, nein. Das Leben und der Tod müssen sich politischer Entscheidung entziehen. Meine Damen und Herren, wie wollen wir denn sinnvoll Regelungen treffen, wann wer für assistierten Suizid qualifiziert ist? Wie wollen wir diese souveräne Entscheidungskompetenz an eine Stelle delegieren? Die Erfahrung zeigt leider, dass wenn biopolitische Entscheidungen getroffen werden, diese oft zugunsten des Todes getroffen werden. Wir sehen das an den hohen Abtreibungsraten. Wir sehen das auch an unseren Nachbarländern Niederlande und Belgien, wo die Suizidhilfe gestattet ist und wo sie mittlerweile 2% aller Todesfälle ausmacht. Und meine Damen und Herren, wenn wir biopolitische Entscheidungen per se ablehnen, dann gibt es nur zwei Richtungen, in die wir gehen können. Die eine Richtung ist die der absoluten Freiheit und der absoluten Autonomie. Das wäre quasi das Persönlichkeitsrecht absolut gesetzt. Und die andere Richtung ist die Möglichkeit des Lebensschutzes, die Verantwortung vor Gott und den Menschen, die auch in der Präambel unseres Grundgesetzes verfasst ist. Und aus meiner tiefsten Überzeugung, aus meinem Gewissen, auch aus meinem Glauben heraus, möchte ich Sie bitten, den Weg des Schutzes des Lebens zu gehen. Das wird auch umso deutlicher, wenn wir uns anschauen, was Suizidwünsche tatsächlich eigentlich sind. Und einige Kollegen haben es von mir schon ausgeführt. Sie entstehen oft aufgrund schwerer Erkrankungen psychischer oder physischer Natur, auch oft chronischer Erkrankungen oder auch manchmal aufgrund des Gefühls, nicht mehr gebraucht zu werden, vielleicht jemandem zur Last zu fallen, vielleicht sogar ein Kostenfaktor zu sein. Aber wenn wir über Krankheiten sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, wie wir sie lindern können, wie wir sie heilen können. Und wenn wir das noch nicht adäquat genug wissen, dann sollten wir in Forschung investieren. Wir sollten unsere Hospizangebote ausbauen, unsere Palliativangebote ausbauen, unsere Hilfen ausbauen. Wir sollten Brücken ins Leben bauen und nicht Brücken zum Tod. Und genau eine solche Brücke zum Tod ist aber gerade zum Beispiel eine organisierte Suizidhilfe. Was ist denn das für ein Modell? Man zahlt 2.000 Euro, dafür bekommt man eine Beratung und ein Mittel, mit dem man sich selbst töten kann. Meine Damen und Herren, das senkt jede Hemmschwelle. Je verfügbarer der Tod wird, desto häufiger wird er auch gesucht werden. Meine Damen und Herren, gerade im Suizid ist oft der Willen zum Leben tatsächlich am größten. Das zeigen Überlebensberichte von zwei Männern, die sich von der Golden Gate Bridge gestürzt haben können, Baldwin und Kevin Hines. Und sie sagten, just in dem Moment, an dem sie die Reling losgelassen hatten, haben sie das zutiefst bereut. Sie sagten, da war der Wille zum Leben am größten, in diesen 3 Sekunden vor dem Aufprall, weil sie erkannt haben, dass es irreversibel war, dass es der größte Fehler ihres Lebens war. Lassen Sie uns nicht eine Kultur der opportunen Tötung, sondern eine Kultur des Lebens pflegen. Haben Sie vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kleinwächter.
Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind aus der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin hier ganz kurzfristig Redner, denn viel berechtigter als ich wäre einer der Initiatoren eines der Gesetzesentwürfe, die im Raum stehen, Karl Lauterbach, der aber kurzfristig heute nicht teilnehmen kann. Deshalb werde ich, der gerungen hat, um diese Position das etwas tentativer und vielleicht zögernder zu tun, aber dennoch diesen Gesetzentwurf begründen. Und stelle fest, und das tut unserem Parlament, glaube ich, auch gut, dass wir eine sehr ernsthafte und würdevolle Debatte führen, quer auch zu parteipolitischen Grenzen. Ich könnte es mir einfach machen und jetzt das Beispiel einer Person nennen, für die die aktuelle Situation als Sterbewilliger unerträglich ist und die sie vor grausame Hürden stellt, um meine Position zu begründen, aber ich tue das bewusst nicht. Sondern ich nenne das Beispiel einer Frau, die ich jetzt seit vielen Jahren begleiten darf, wie sie nach Deutschland gekommen ist, wie wir, als sie wirklich kurz vor dem Tode waren, ihre Eltern hergeholt haben, die infolge einer Genmutation erst ein Glioblastom hatte und viele Krebserkrankungen und die, wie sie nur kann, kämpft zu leben. Es wäre für sie unvorstellbar, aus dem Leben selbst zu scheiden oder sich dabei assistieren zu lassen. Das muss man zutiefst respektieren und auch bei jeder Gesetzgebung dafür sorgen, dass sie frei ist, gerade in dieser Entscheidung. Dennoch gibt es eben aber auch die anderen, die es anders sehen. Und ich glaube, es steht uns nicht zu, Maßstäbe allein entwickeln zu wollen, dass deren Selbstbestimmung keine wirkliche Selbstbestimmung ist. Das fände ich anmaßend. Und es gibt auch die Situation. Und wir müssen uns, glaube ich, auch verdeutlichen, dass in der gegenwärtigen Lage, und da liegt ja auch der Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes, Menschen vor unerträgliche Situationen gebracht werden und gestellt werden, sich Medikamente zu beschaffen und Ziel, und auch gerade deswegen befürworte ich eine entsprechende Gesetzgebung zur Suizidhilfe, sollte es doch sein, diese Organisation, die es gegen Bezahlung zu machen, aus dem Weg zu räumen. Das müsste aus meiner Sicht auch Ziel eines solchen Weges sein. Legale Wege zu schaffen, autonom im Vollbesitz seiner Kräfte frei entscheiden zu können, aber auch mit einer entsprechenden Beratungsinfrastruktur. Und die halte ich nicht für trivial, sondern für ernsthaft. Und wir haben ja auch Fälle, wo Beratung funktioniert. Ich finde es falsch, das einfach so wegzutun. Und das ist keineswegs eine Aufforderung oder ein Anreiz zu sterben. Und andererseits auch denjenigen, die assistieren wollen, die Möglichkeit zu geben. Es geht nicht um ein Muss der Assistenz, sondern ein Dürfen. Und es geht auch nicht um eine Verpflichtung. Und diejenigen, die meinen, dass durch so eine solche Gesetzgebung ein Automatismus entstehen würde, irren, glaube ich. Ich denke, es liegt an uns als Gesellschaft und als Gesetzgeber, Wege zu finden, denjenigen, die wirklich frei die Entscheidung treffen, sterben zu wollen, das zu ermöglichen und gleichzeitig nicht diejenigen unter Druck zu setzen, die das nicht tun wollen. Deshalb ist diese Gesetzgebung mitnichten deckungsgleich mit dem Schrecken, den wir unter dem falschen und furchtbaren Begriff Euthanasie kennen. Und ich glaube, und das ist mein letztes Wort, dass vielleicht auch gerade dieses Thema ein solches wäre, um stärker noch die Bürgerschaft in Form von Beteiligung einzubeziehen und deshalb eine gesamtgesellschaftliche Debatte zu organisieren. Denn es ist eine zutiefst autonome, aber letztlich auch eine gesellschaftliche Frage, über die wir heute sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lind. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wieland Schindenburg aus der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Eid des Hippokrates hieß es ganz unmissverständlich: Ich werde niemandem, auch nicht auf seine Bitte hin, tödliches Gift verabreichen und nicht einmal dazu raten. Zitat Ende. 2000 Jahre später heißt es beim Präsidenten der Bundesärztekammer so, wiederum Zitat: Sterbehilfe ist keine ärztliche Aufgabe. Zitat Ende.
Meine Damen und Herren, dann denken wir darüber nach, was denn ärztliche Aufgaben sind und schauen wir dazu in die Musterberufsordnung der Bundesärztekammer. Dort heißt es, Aufgabe des Arztes ist es, Gesundheit zu schützen, Gesundheit wiederherzustellen, Leiden zu lindern und Sterbenden beizustehen. Also auch die Bundesärztekammer sagt, beim Sterben darf der Arzt nicht abseits stehen. Meine Damen und Herren, Sterben ist etwas Endgültiges und auch etwas Unvermeidliches. Wir alle haben den Tod vor Augen, unseren Tod vor Augen. Wir alle sehen uns danach, im Zeitpunkt des Sterbens nicht allein zu sein. Wir sehen uns danach, unsere Liebsten bei uns zu haben. Aber wir sehen uns auch danach, einen Arzt bei uns zu haben. Und zwar nicht nur deshalb, weil er uns Schmerzen nehmen soll, sondern weil er uns taktvoll, aber auch ehrlich sagen soll, wie es um uns steht. Das, meine Damen und Herren, ist die Aufgabe des Arztes, des ehrlichen, verschwiegenen und professionellen Helfers. Und diese Rolle muss der Arzt immer ausüben, vom ersten bis zum letzten Atemzug seines Patienten. Dazu gehört, schwerste Entscheidungen mit dem Patienten zusammenzutreffen, ihn zu beraten, wenn es darum geht, gefährliche Operationen vornehmen zu lassen, wenn es darum geht, sehr gefährliche Medikamente mit gravierenden Nebenwirkungen einzunehmen. Meine Damen, wie kann man nur meinen, dass das ein Arzt machen soll, ihm auch schlimmste Diagnosen mitteilen soll, dass er abseits stehen soll, wenn es um den Freitod geht? Meine Damen und Herren, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich bin der Meinung, ein Arzt sollte immer bei seinen Patienten sein und immer nicht nur ein offenes Ohr haben, auch immer für ihn da sein. Und wenn der Patient wohlüberlegt seinen Freitod wünscht, dann darf es dem Arzt auf keinen Fall verboten sein, diese letzte barmherzige Hilfe zu leisten, meine Damen und Herren. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist, ich weiß es als Medizinrechtler, davon geprägt, dass der Wille des Patienten das Entscheidende ist. Das gilt überall. Wieso soll es denn nur ausgerechnet hier gerade nicht gelten, meine Damen und Herren? Der Staat greift schon oft genug in das Arzt-Patienten-Verhältnis ein. Ich möchte nicht, dass der Staat auch noch Ärzten verbietet, diese letzte barmherzige Hilfe zu leisten. In diese Richtung sollten wir denken. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Schindenburg. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Gesine Lötsch aus der Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jeder Mensch hängt am Leben. Und jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung und seinen freien Willen. In der Bundestagsdebatte von 2015 zum Thema Sterbehilfe wurde alles gesagt, was gesagt werden musste. Und es gibt ein klares Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was ich nicht kritisiere, sondern sehr gut finde, meine Damen und Herren. Und das Bundesverwaltungsgericht hat der Regierung schon 2017 klare Vorgaben für das Verfahren gemacht. Über den Erhalt der tödlichen Gabe entscheidet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Doch die Bundesregierung boykottiert dieses Urteil. Ich finde das nicht akzeptabel. Es kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung nur die Urteile umsetzt, die ihr ideologisch gefallen. Meine Damen und Herren, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist klar und eindeutig. Dem Gericht zufolge umfasse das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Verbindung mit der Menschenwürde als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und das schließe auch das Recht ein, sich das Leben zu nehmen. Das Verbot in § 217 Strafgesetzbuch mache es den Suizidwilligen faktisch unmöglich, die von ihnen gewählte, geschäftsmäßig angebotene Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, sodass es dem Einzelnen faktisch keinen Raum zur Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlich geschützten Freiheit gibt. Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung damals beginnend mit Herrn Gröhe, als er noch Minister war, dann den Staffelstab an Jens Spahn übergebend, alles tut, um die Durchsetzung dieses Urteils zu verhindern. Ich kann über die Beweggründe nur spekulieren. Ich habe den Eindruck, dass Sie meinen, Sie wissen besser, was den Menschen gut tut. Das Bundesverfassungsgericht hat aber ganz einfach erkannt, dass diese Weltsicht dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen widerspricht. Meine Damen und Herren, ich will ein Gesetz, das das Selbstbestimmungsrecht der Menschen stärkt. Ich will, dass Sterbende vor skrupellosen Geschäftemachern geschützt werden.
Und ich will, dass Ärztinnen und Ärzte nicht länger in einer juristischen Grauzone arbeiten müssen. Meine Damen und Herren, und darum, das ist unschwer erkennbar, unterstütze ich den Gesetzentwurf von Dr. Petra Sitte, Dr. Karl Lauterbach und anderen und hoffe, dass wir gemeinsam entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes hier zu einer Lösung kommen, die der Würde, der Selbstbestimmung und dem freien Willen entspricht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Lötsch. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katja Keul aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 6 Jahren stand ich hier und habe als Minderheitenposition die geltende Rechtslage zur Sterbehilfe verteidigt, nach dem Motto, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Das gilt erst recht fürs Strafrecht, dem schärfsten Schwert des Staates, das nur als Ultima Ratio, also als letztes Mittel, zum Einsatz kommen darf. Das Verfassungsgericht war in seiner Entscheidung deutlicher, als ich es je zu hoffen gewagt hatte. Sterbehilfe ist aufgrund des Urteils in Deutschland wieder möglich und wird auch praktiziert. Und dennoch stehe ich heute hier und vertrete einen Gesetzesentwurf zur Sterbehilfe, den ich gemeinsam mit der Kollegin Renate Künast verfasst habe. Das ist zugegebenermaßen erklärungsbedürftig. Warum also tue ich das? Erstens. Der Zugang zu Pentobarbital als sicherstem tödlichen Mittel wird den Sterbewilligen nach wie vor verwehrt. Trotz eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts hat der Bundesgesundheitsminister mit seinem Nichtanwendungserlass die Betroffenen im Regen stehen lassen. Wir wollen daher den gesetzlichen Zugang und den Anspruch auf die Verschreibung von Pentobarbital zum Zwecke der Selbsttötung festschreiben. Zweitens. Aktuell beurteilen Sterbehelfer selbst, ob der Sterbewunsch auf einer freien, unbeeinflussten Willensbildung beruht oder nicht. Wir wollen mit unserem Gesetzesentwurf für das Vier-Augen-Prinzip verankern und die Zulassung von Sterbehilfevereinen an bestimmte Kriterien binden. Ja, das ist eine einschränkende Reglementierung, aber das ist legitim, auch im Sinne des Verfassungsgerichtes, das ausdrücklich betont hat, dass wir als Gesetzgeber den berechtigten Sorgen vor Missbrauch oder Übervorteilung durch Ausgestaltung des Verfahrens Rechnung tragen können. Drittens. Anders als andere wollen wir ein differenziertes Verfahren vorsehen, je nachdem, ob ein Sterbewilliger sich in einer medizinischen Notlage befindet oder schlicht aus anderen Gründen sein Leben beenden will. In einer medizinischen Notlage stehen in der Regel die behandelnden Ärzte und Ärztinnen in der Verantwortung, die unter Einbeziehung einer weiteren Kollegin der Lage einzuschätzen vermögen. Ein Sterbewilliger jenseits der medizinischen Notlage hat allerdings keine Ärztin an seiner Seite, und es ist auch kaum vorstellbar, dass sich Ärztinnen finden, die in solchen Fällen bereit wären, Sterbehilfe für einen gesunden Menschen zu leisten. Hier braucht es also einen zusätzlichen Weg, wenn wir diesen Menschen den Zugang zur Sterbehilfe nicht verwehren wollen. Deswegen schlagen wir hier eine verpflichtende Beratung durch eine unabhängige Beratungsstelle vor. Diese Beratungsstellen müssen geeignetes, qualifiziertes Personal vorhalten und dürfen die Beratung nur bescheinigen, wenn sie keine Mängel bei der Willensbildung des Sterbewilligen feststellen können. Außerdem müssen 2 Beratungen in einem zeitlichen Mindestabstand stattfinden, um die Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches zu dokumentieren. Eine solche Pflichtberatung trägt im Übrigen auch zur Suizidprävention bei. Am Ende eröffnet die Bescheinigung einer solchen Beratungsstelle dann den Anspruch auf den Bezug des tödlichen Mittels, unabhängig von einer medizinischen Notlage. So regeln wir die Sterbehilfe jenseits des Strafrechts in einem Rahmen, der den Sterbewilligen einen gewissen Schutz bietet, den Sterbehelfern eine gewisse Rechtssicherheit und die Selbstbestimmung am Lebensende achtet. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Keul. Nächster Redner ist der Kollege Michael Brandt aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte wurde erforderlich, weil die Reform zur Sicherung der Selbstbestimmung von Sterbewilligen, die wir im Jahr 2015 mit überwältigender Mehrheit fraktionsübergreifend hier
und nach einer langen gesellschaftlichen Debatte beschlossen hatten, vom Bundesverfassungsgericht in einem sehr ungewöhnlichen Urteil verworfen wurde. Dabei wurde nicht nur das unbestrittene, wie ja existierende Recht auf Assistenz beim Suizid weit ausgedehnt. Es wurde zudem ein Schutzkonzept verlangt, das Menschen in vulnerablen Lebenssituationen vor Druck schützen soll. Und das teils im klaren Widerspruch zum Urteil liegt. Das fundamentale Urteil mit all seinen Widersprüchen ist gesprochen. Und die wurden dem Parlament zur Lösung überlassen. Hier wird nichts weniger verlangt als die Quadratur des Kreises. Es bleibt unsere Aufgabe, Autonomie und Selbstbestimmung nicht nur formal, sondern real zu schützen. Denn niemand von uns könnte sich der Verantwortung entziehen, falls ein zu schwacher Schutz gegen Missbrauch dazu führt, dass wegen der Ausweitung selbst auch der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe nun Menschen dem Druck nachgeben und getötet werden, selbst gegen den eigenen Willen. Wir haben also, und das ist die Büchse der Pandora, die das Urteil geöffnet hat, diese neue Qualität der Bedrohung des Lebens von Menschen in schwerer Notlage. Während die Reform von 2015 zuallererst den Schutz und die Selbstbestimmung von vulnerablen Personen im Blick hatte, haben andere, vor allem diejenigen im Blick, die ohne weitere Auflagen ihrem Leben aus freier Selbstbestimmung ein Ende setzen wollen, ohne dass es die Antwort gibt, wie die Freiverantwortlichkeit, die Dauerhaftigkeit eigentlich konkret festgestellt werden können. Und das ist nicht weniger als ein echter Paradigmenwechsel. Die Schwachen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind zumeist auch die Stillen, die Stummen. Denen eine Stimme zu geben, sie nicht schutzlos dem Druck leicht verfügbarer, sprichwörtlich tödlicher Angebote auszuliefern, das bleibt vor unserer Geschichte und unserer Verfassung unsere wichtigste Aufgabe. Niemand darf auch nicht versehentlich Säulen wegräumen, die die gesamte Statik des Grundrechts auf Selbstbestimmung auch am Lebensende zusammenbrechen lassen können. Unsere Verantwortung bleibt, wir müssen die Schwachen vor allem schützen, weil wir eine Gesellschaft mit menschlicher Qualität bleiben wollen. An Fragen wie diesen entscheidet sich auch katalytisch weit über die Einzelfrage hinaus, in welche Richtung eine Gesellschaft auf Dauer geht. Zwischen diesem fundamentalen Urteil und dem Grundrecht auf Leben die richtige Antwort zu finden, das ist tatsächlich die Quadratur des Kreises. Und umso mehr müssen wir jedes Detail, jeden Grundsatz sehr sorgfältig daraufhin überprüfen, dass wir nicht einen einzigen Menschen unfreiwillig in den Tod getrieben sehen. Das sind wir diesen Menschen und auch uns selbst schuldig. Vielen Dank, Herr Kollege Brandt. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Seitz aus der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer! Allen Mandatsträgern ist klar, wie ernst das Thema ist, weil es die wohl extremste menschliche Situation überhaupt berührt. Uns allen muss klar sein, dass es keine gesetzliche Regelung geben wird, die allen Weltanschauungen und Lebensentwürfen gleichermaßen entspricht. Aber wir haben eine gemeinsame Diskussionsgrundlage, und die hat sogar bereits Gesetzeskraft. Das Bundesverfassungsgericht nämlich hat festgestellt, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben erstreckt sich auch auf die Entscheidung des Einzelnen, sein Leben eigenhändig zu beenden. Hieran müssen wir anknüpfen. Wir reden nicht über Sterbehilfe. Es geht nicht um Tötung auf Verlangen und schon gar nicht um Euthanasie, auch nicht um Behandlungsabbruch. Unser einziges Thema heute ist die Suizidhilfe, also der Wunsch nach Unterstützung bei der Beendigung des eigenen Lebens. Bitte lassen Sie uns das sachlich feststellen, damit wir überhaupt dem schwierigen Thema gerecht werden können, ohne Polemik. Es geht um die Selbstbestimmung des Menschen am Ende seines Lebens. Natürlich gibt es da auch die Gefahr des Missbrauchs. Deshalb muss ja die Selbstbestimmung gerade geregelt werden. Aber ich erinnere an einen Grundsatz. Abusus non tollit usum. Der Missbrauch hebt den, ich ergänze, rechtmäßigen Gebrauch nicht auf.
So schafft man eben nicht einfach das Erbrecht ab, nur weil es Menschen gibt, die vielleicht ihren Erbonkel umbringen wollen. Also, gesetzliche Regelung ist notwendig, Tabuisierung hilft keinem. Zum verfassungsmäßigen Recht auf selbstbestimmtes Sterben gehört auch der Wunsch nach einem selbstbestimmten Todeszeitpunkt. Auch das ist zu respektieren. Ein Rechtsstaat schreibt seinen Bürgern nicht vor, wie das Lebensende auszusehen hat. Denn individueller und persönlicher kann keine Entscheidung sein. Ein anderer Gesichtspunkt. Es heißt zu Recht, voluntas egroti suprema lex. Der Wille des Kranken ist das höchste Gesetz. Das weiß jeder verantwortungsbewusste Arzt und keiner macht es sich einfach mit seiner Entscheidung. Der Mensch, der freiwillig aus dem Leben gehen will, hat auch ein Recht auf Respekt. Ein System, das hier die Hilfe verweigert und den hilfswilligen Mediziner bestraft, führt auch dazu, dass es Menschen gibt, die sich vor Züge werfen oder in den Autoverkehr hineinrasen. Das ist schrecklich und das kann nicht im Interesse einer humanen Gesellschaft sein. Kein Arzt macht es sich leicht mit dem Tod. Und verantwortungsvollen Ärzten sollte es deshalb erlaubt sein, unter festgelegten Bedingungen als Helfer in der Not zu wirken, auch beim Lebensende. Die Bedingungen müssen allerdings sicherstellen, dass der Sterbewunsch ernsthaft ist und auf einer freien Willensentscheidung beruht. Er darf weder abschreckend noch verhindernd, aber auch nicht einladend wirken. Ich möchte schließen mit einer persönlichen Erinnerung. Aus der Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht ist mir besonders eine Schilderung im Gedächtnis geblieben. Die sichere Gewissheit, dass er mit assistiertem Suizid jederzeit seinen Sterbewunsch würde umsetzen können, hat einem Betroffenen die Kraft gegeben, seine Krankheit weit länger zu ertragen, als ursprünglich für ihn vorstellbar. Selbst wenn final viele davon keinen Gebrauch machen, für viele Menschen wird das Wissen um die reine Möglichkeit schon ausreichen, um Schmerz und Angst zu verringern und zu ertragen. Und das erscheint mir human zu sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Seitz. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kerstin Griese aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! 2015 hat der Deutsche Bundestag nach intensiver Debatte und mit einer sehr großen Mehrheit beschlossen, den geschäftsmäßigen, also auf Wiederholung angelegten assistierten Suizid mit dem § 217 unter Strafe zu stellen. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz am 26. Februar 2020 aufgehoben. Dieses Urteil ist zu respektieren. Und wir haben uns intensiv damit beschäftigt, was daraus folgt. Das Gericht hat den Gesetzgeber aufgefordert, zu klären, wie das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gesichert werden kann. Und für mich ist ganz wichtig, Selbstbestimmung heißt Schutz vor Druck, Schutz vor einer schweren, irreversiblen Entscheidung, denn es geht in diesem Fall um Leben und Tod. Eine einsame alte Dame, ein schwerkranker Mann, der zu Hause von seinen Angehörigen gepflegt wird, ein Bettlägeriger im Pflegeheim, ein seit vielen Jahren pflegebedürftiger, schwerstbehinderter Mensch, ein Mensch in einer schweren depressiven Phase. Sie alle haben das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht, vor fremdbestimmten und übereilten Sterbewünschen geschützt zu werden. Selbstbestimmung kann ohne den Schutz der Schwachen nicht funktionieren. Das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen endet dort, wo das Recht auf das Leben eines anderen in Frage gestellt wird. Und die Achtung vor dem Leben, auch vor dem Leidenden, dem Schwerkranken, dem Behindertenleben, gehört zur Selbstbestimmung dazu. Menschen in extremen Leidenssituationen dürfen nicht in eine Situation geraten, sich rechtfertigen zu müssen, wenn sie Angebote zum Beispiel von sogenannten Sterbehilfevereinen ablehnen. Niemals darf sich jemand dafür rechtfertigen müssen, dass er oder sie weiterleben will. Für mich ist daher klar, dass es das Geschäft mit dem Tod und Werbung dafür nicht geben darf. Deshalb darf es Suizidbeihilfe im Rahmen des Grundgesetzes nur dann geben, wenn die Selbstbestimmung durch umfassende Beratung und Begutachtung sichergestellt und vor allem und zuallererst mit Angeboten der Suizidprävention verbunden ist. Denn wir wissen von vielen Forschungen und Erfahrungen der Psychiatrie, der Palliativmedizin und der Seelsorge, dass ein Sterbewunsch sich oft und manchmal sogar sehr schnell wieder ändert und dass er fast immer ein Hilferuf ist, so nicht weiterleben zu wollen.
auf einen Sterbewunsch und auf die Ängste von Menschen vor Schmerzen und Leid, ist die richtige Antwort eben nicht der Giftbecher auf dem Nachttisch für den einsamen Suizid, sondern wir haben Patientenverfügungen, die sichern, dass der Wille des Patienten gilt. Niemand muss Behandlungen mit sich machen lassen, die er oder sie nicht will. Keine Therapie, auch kein künstliches Weiterleben. Die Angst vor Schmerzen kann mit den inzwischen sehr weit entwickelten Möglichkeiten der Palliativmedizin beantwortet werden. Niemand darf und niemand soll qualvoll sterben. Und die Angst vor Einsamkeit können wir nicht mit einem Gesetz nehmen, sondern dafür brauchen wir eine sorgende Gesellschaft. Und das geht jeden Menschen jeden Tag an. Wir haben die Pflicht, nicht nur die Selbstbestimmung des Einzelnen im Blick zu haben, sondern auch die Auswirkungen auf unser Zusammenleben, auf das gesellschaftliche Klima. Und ich befürchte, dass eine verhängnisvolle neue Normalität entstehen kann, in der der assistierte Suizid zum Normalfall werden kann, wenn wir bundesweit Suizidberatungsstellen aufbauen, wie es andere Entwürfe fordern, und unsere Nachbarländer zeigen, wohin uns dieser Weg führt, wenn der assistierte Suizid erleichtert wird. Die Zahlen steigen an. Nicht nur Schwerstkranke wollen die Möglichkeiten in Anspruch nehmen. In einigen Ländern ist auch die aktive Sterbehilfe, die in Deutschland ja nach § 216 verboten ist, der Normalfall geworden. Deshalb müssen wir auf Suizidprävention setzen. Die Antwort muss sein für Menschen im Alter, in psychischen Krisen und bei Krankheiten, Hilfe und Unterstützung und Zuwendung. Und der Satz, ich will sterben, ist immer einer, der vom Gegenüber verlangt, sich Zeit zu nehmen, Zeit nach den Gründen zu fragen, Zeit für Hilfe und Zuwendung. Und dann kann es auch immer ethische Einzelentscheidungen geben. Aber ich möchte in einer sorgenden und solidarischen Gesellschaft leben, und ich unterstütze deshalb den Ansatz der Kolleginnen und Kollegen Lars Castellucci, Ansgar Heveling, Kirsten Kappert-Gonter, Benjamin Strasser und Katrin Vogler. Es ist gut, dass wir uns aus allen fünf demokratischen Fraktionen zusammengefunden haben, um die bestmöglichen Konsequenzen aus dem Urteil zu entwickeln, damit die Würde des Lebens und die Selbstbestimmung, die immer zusammengehören, geachtet werden. Vielen Dank. Erlauben Sie mir den Hinweis, dass ich das extrem unsolidarisch finde von Ihnen. Wir haben uns auf 3 Minuten geeinigt. Sie haben 4 Minuten 10 Sekunden gesprochen, trotz meiner mehrfachen Hinweise. Alles gut. Ich will gerade bei der Debatte das nicht unterbrechen oder das Wort entziehen, weil ich das unangemessen halte. Aber wir sollten uns vielleicht doch an die Regeln halten. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Kober, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte meine knapp bemessene Redezeit in dieser Debatte den Angehörigen von Suizidenten widmen. Der Suizid eines Menschen bleibt, und das darf ich Ihnen als Seelsorger sagen, und das wissen Sie auch alle, nicht folgenlos für das Leben und auch für die Freiheit der nahen Angehörigen. Das Bundesverfassungsgericht hat das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen betont, seinem ganz persönlichen Wunsch, sterben zu wollen, erfüllen zu können. Dem müssen wir Rechnung tragen. Und es hat die Sorge betont, dass gesellschaftliche Werte sich verändern können. Dem wollen wir auch Sorge tragen. Was aber außerhalb des Blickfeldes geblieben ist, ist die Frage, welche Folgen sich für Angehörige ergeben könnten, auch übrigens für Angehörige, die den Suizidwunsch des Betroffenen unterstützen. Der wissenschaftliche Fachdiskurs geht von im Schnitt 6 Personen aus, die von einem Suizid betroffen sind, für deren Leben der Freitod ihres Nächsten einen tiefen Einschnitt in ihr Leben bedeutet. Es geht um Menschen, die ihren Partner verlieren. Es geht um Eltern, die ihre Kinder verlieren. Es geht um Kinder, die ihre Eltern verlieren. Es geht um Geschwister, die ihre Geschwister verlieren. Und was wäre unser Wunsch, wenn es um unseren Partner gäbe, als der, dass der Sterbewunsch so sorgfältig wie nur möglich geprüft würde und dass Missbrauch so sorgfältig wie nur möglich verhindert wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was bedeutet es eigentlich, einen Menschen mehrere Wochen zu begleiten, der einen Sterbewunsch in seinem Herzen trägt, vielleicht sogar schon das Rezept für das Medikament in seiner Tasche? Gibt es Beratungsangebote, Unterstützungsangebote für die Angehörigen? Lassen wir sie mit ihren Fragen, ihren Sorgen, Ängsten, eventuell Schuldgefühlen und Traumata allein? Erschöpft sich gesetzgeberische Verantwortung in der Respektierung der Freiheit des Sterbewilligen? Oder haben wir als Gesetzgeber nicht auch eine Verpflichtung zur Sorge für alle beteiligten Betroffenen, also auch gegenüber den Angehörigen? Zumindest müssen wir den Angehörigen die Versicherung, das Versprechen geben können, dass der Ernsthaftigkeit des Sterbewunsches ein besonders sorgfältiges Augenmerk geschenkt wird, dass Missbrauch besonders sorgfältig
verhindert zu werden versucht und dass aber auch Beratung den Zugang zu den individuellen benötigten Hilfsangeboten niederschwellig und tatsächlich auch erreichbar eröffnet, um vielleicht einen anderen Ausweg zu finden als den Freitod. Wir brauchen Beratung und Hilfsangebote für den Sterbewilligen, aber auch für sein Umfeld, seine Angehörigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kober. Nächster Redner in dieser Debatte ist der Kollege Friedrich Stretmanns aus der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren das Thema Suizidhilfe und in der Debatte drückt sich eine ernsthafte Beschäftigung mit diesem Thema aus, weil es uns auch alle angeht. Tod und Sterben sind aus dem Bewusstsein unserer Gesellschaft verdrängt worden und anders als bei meinen bäuerlichen Vorfahren wird der Tote eben nicht mehr in der Dele des Bauernhauses aufgebahrt und von den Nachbarn zum Friedhof begleitet. Wir haben uns eine emotionale Distanz zum Tode aufgebaut und schlicht gesagt, Tod passt in unsere Gesellschaft gnadenloser Effektivität kaum noch hinein, denn was ist am Tod eines Menschen effektiv oder gar schön? Nun hat uns das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 26.02.2020 aufgetragen, die Frage der Sterbehilfe neu zu regeln. Und als Grundsätze, es ist angesprochen worden, natürlich sind die Autonomie des oder der Sterbewilligen zu beachten, aber auch, dass soziale Nöte und Zwänge der Betroffenen nicht wirtschaftlich zusätzlich noch ausgenutzt werden sollten. Ich bin überzeugt, es muss zwar eine grundsätzliche Straffreiheit der Hilfe beim Suizid geben. Dennoch stehe ich auch dafür ein, dass wir weiterhin die Strafbarkeit der täterschaftlichen aktiven Sterbehilfe, wie sie im Strafgesetzbuch geregelt ist, behalten. Aber wir sind durch die Gerichtsentscheidung verpflichtet, als Gesetzgeber Alternativen anzubieten. Wir können uns hier nicht klein machen, nicht wegducken. Damit ist zugleich aber auch die Abgrenzung klar. Der Weg der Selbsttötung darf eben nicht komplett verstellt sein, aber dieser Weg hat sich nach meiner Überzeugung an Leitplanken zu orientieren. Und die möchte ich ein bisschen beleuchten. Es bedarf zum einen einer breiten gesellschaftlichen Diskussion über dieses Thema. Es bedarf aber auch einer Enttabuisierung des Themas Sterben. Es bedarf aber auch einer Verhinderung des Gefühls einer Normalisierung von Selbsttötung. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, bin ich mir bewusst, das wird der schwierigste Punkt sein, dass es eben nicht zu einer Selbstverständlichkeit oder Normalität wird. Wer das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auswertet, sieht auch, die Richterinnen und Richter haben auch gerade erörtert, ob soziale Situationen von Betroffenen die Entscheidung für den Tod wesentlich beeinflussen. Sie haben versucht, die Situation aus Vergleichen mit anderen Ländern zu beleuchten, was sehr schwierig ist. Die größte Frage ist, ob die soziale Situation verbunden mit der eventuellen Überzeugung, den eigenen Angehörigen Mühe und Kosten zu sparen, hierzu beiträgt. Ich denke, wir brauchen, und ich komme zum Schluss, einen massiven Ausbau sämtlicher Beratungsangebote, einen massiven Ausbau der Palliativmedizin, auch das ist ein wesentlicher Punkt, und ich plädiere dafür, dass wir in der Beratung, die hier notwendig ist, insgesamt einen Wert darauf legen, eine Bejahung zum Leben zu bewirken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stretmanns. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sylvia Kotting-Uhl, Fraktion oder aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Verehrter Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, mit 68 Jahren bin ich das älteste Mitglied meiner Fraktion und ich stelle mir Fragen. Wie will ich sterben? Wie will ich leben? Wann will ich nicht mehr leben? Und wenn ich nicht mehr leben will, wie steht mein Staat mir dann gegenüber? Reicht er mir die Hand oder begrenzt er mich? Schützt er mich vor meinem Willen? Wir müssen ein neues Gesetz machen zu genau diesen Fragen. Das vom Bundestag in seiner Mehrheit gemachte, ich hatte dem Gesetz nicht zugestimmt,
Dazu hat das Bundesverfassungsgericht Nein gesagt. Mit einem Gesetz der Beihilfe zum Suizid sind wir am Kern unserer Verfassung, der Selbstbestimmung. Der Mensch in seiner unantastbaren Würde und Freiheit. Das klingt großartig. Und dann stehen wir vor dem Spiegel und sehen uns. Das kleine Ich, das so abhängig ist von allem um es her, von Zuwendung, Anerkennung, sozialen Beziehungen. Niemand von uns ist nur ein Selbst. Jeder von uns ist Teil von Gemeinschaft, von Familie, Freundschaften, sozialen Zusammenhängen, Gesellschaft. Das ist das Selbst. Was kann Selbstbestimmtheit sein in einer Welt, die bestimmt wird von diesen Abhängigkeiten, von Regeln und Normen, aber auch Unwägbarkeiten? Wo bestimmt sich das Selbst unbeeinflusst? Überfordert uns unser Grundgesetz mit seiner Vorstellung des selbstbestimmten Menschen? Der freie Wille, wann ist er frei? Wann unumstößlich? Wie sollen wir das wissen? Auch Wille ist nicht absolut. Muss also der Staat einen nie als absolut zu betrachtenden Willen eines letztlich nicht selbstbestimmt sein könnenden, weil abhängigen Menschen versuchen zu verändern, wenn dieser Wille unbegreiflich scheint? Ich halte das für ein Missverständnis. Unser Grundgesetz weiß das alles. Es sieht bei Selbstbestimmtheit nicht Menschen, die unabhängig von ihrer Umgebung ihre Entscheidungen fällen. Es sieht Menschen in sozialem Umfeld, Menschen, die nach Glück streben und die Ängste haben. Ja, auch beim Wunsch nach Suizid spielen Ängste eine Rolle. Angst vor Leiden, vor Autonomieverlust, Angst, eine Last zu sein. Was immer der Staat gegen solche Ängste aufbieten kann, das muss er tun. Aber Gefühle wie Verlorenheit, Trauer, Angst, Lebensmüdigkeit zu eliminieren, kann nicht gelingen. Sie gehören zu uns Menschen. Wir haben ein Recht auf sie. Selbstbestimmtheit zu erreichen, ist wie Reifwerden ein Prozess. Unser Grundgesetz gibt uns mit seinen vielfältigen Grundrechten, mit seinem Freiheitsangebot die besten Voraussetzungen für diesen Prozess. Und was immer wir individuell daraus machen, passt es nicht dazu, ausgerechnet am Ende dieses lebenslangen Prozesses die Freiheit zu beschneiden, dem Menschen abzusprechen, am Ende seines Weges seinen Willen nicht zu kennen. Unserem einzigartigen Grundgesetz entspricht eine Gesellschaft, in der die Menschen im Rahmen des Gemeinwesens leben dürfen, wie sie wollen, und sterben dürfen, wenn sie wollen. Und deshalb muss die Beihilfe zum Suizid geregelt werden, aber nicht im Strafrecht. Da gehört sie nicht hin. Vielen Dank, Frau Kollegin Pöttingruhl. Nächster Redner ist der Kollege Christian Schmidt aus der Fraktion CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, höchstpersönliche Entscheidungen und Wege zu kategorisieren, zu objektivieren, das ist eine gesetzgeberisch allerhöchste Herausforderung, der wir uns nun gerade zuwenden müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat in den Mittelpunkt seines Urteils den freien Willen jedes einzelnen Menschen gestellt. Komme er zu einer autonomen Entscheidung, sei seine Entscheidung auch zum Suizid zu respektieren. Befördern muss der Staat dies allerdings nicht. Unmöglich machen darf er ihn aber auch nicht. Auf diese grundsätzlichen Erwägungen muss man aber auch in einem größeren Werterahmen, denke ich, antworten. Wir können und dürfen nicht unsere gesetzgeberische Aufgabe nur darin sehen, sozusagen ein Suizidbegleitgesetz dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nachzusenden. Wir haben bei allem Respekt vor der freien Entscheidung des Einzelnen die gemeinsame Aufgabe, ein schützendes Konzept hin zum Leben zu schaffen und diese schwerste aller Entscheidungen, die denkbar sind, nicht noch gesellschaftlich zu befördern. Davon zu unterscheiden ist die Aufgabe, wie der Rahmen für nicht geschäftsmäßige Unterstützung eines Suizidwilligen zu setzen ist. Wir hatten das ja im 217 im Jahre 2015 durchaus im Blick gehabt. Es gibt also keinen Anspruch auf quasi staatliche Unterstützung, aber auch keine Erlaubnis zur Verunmöglichung solch einer Entscheidung. Das heißt, dass Ärzte und lebenserfahrene Menschen schon auch mit dem Suizidwilligen prüfen dürfen und müssen, ob dieser Wille eben so frei gebildet ist. Wir haben gerade bei Kollegin Cottin-Uhl
verstanden und gesehen wieder, wie schwierig diese Ambivalenz des Sohn Politikon Mensch, der eben nicht alleine aus sich heraus lebt und immer Einflüssen ausgesetzt ist, dass eine von einem drängenden, zwingenden Einfluss unterschieden werden kann. Denen, die dann mit einem soziokulturellen Mainstream, mit einer Vorstellung des Zulastfallens oder anderen einen unangemessenen Druck ausüben. Das muss herausgefunden werden. Es ist außerordentlich schwer. Und ich glaube, wir werden hierfür besonders viel Energie verwenden müssen. Wir müssen allerdings auch uns völlig klar sein, dass ein Schutzkonzept eben keine suizidermutigende Umwelt zulassen sollte, sozusagen kein Werther-Syndrom, aber auch kein Enke-Syndrom entstehen lassen kann. Hier sind die Interdependenzen außerordentlich intensiv und groß. Gesellschaftliche und allgemein und vulnerable Gruppen insbesondere müssen sozusagen spezial-, generalpräventive und assistierende Konzepte erhalten. Die Prävention ist die Schwester einer gesetzgeberischen Regelung, die Suizid in einem gewissen Rahmen bei freier Entscheidung dann auch ermöglicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Robby Schlund aus der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, werte Kollegen, während meiner Zeit als Assistenzarzt fragte mich eine todkranke Patientin, ob sie eine Spritze haben könne. Sie wolle einfach nicht mehr leben. Sie begründete das damit, dass sie nicht mehr zur Last fallen möchte, nicht den Angehörigen, nicht dem Pflegepersonal und besonders solle sie keinen mehr in diesem Zustand sehen, vor allem ihre Familie und vor allem ihre Enkel nicht. Dann habe ich sie gefragt, wenn alle diese Gründe nicht bestünden, würden sie dann weiterleben wollen? Auch wenn es nur für 2-3 Wochen wäre, da sagte sie eindeutig ja. Ja zum Leben, meine Damen und Herren. Die meisten Menschen wünschen nämlich im Grunde keine Selbsttötung, sondern sie möchten Hilfe, sozialen Beistand in der Gesellschaft oder eben eine vernünftige Sterbebegleitung. So lehnen zum Beispiel 64% der Ärzte eine aktive Sterbehilfe ab. Der Weltärztebund bekräftigte dies in seiner Ablehnung von Sterbehilfe und ärztlich unterstütztem Selbstmord. Die Europäische Vereinigung für Palliative Medizin sieht Ärzte in einem fundamentalen Konflikt rechtlicher und ethischer Werteprinzipien, medizinisches Töten gegen den Willen des Patienten zuzulassen. Und meine Damen und Herren, was das Schlimmste ist, ist insgesamt Tötungshandlungen zu verharmlosen und sie damit vor allen Dingen gesellschaftsfähig zu machen. Damit, meine Damen und Herren, und das wurde heute schon so oft gesagt, ist die Büchse der Pandora geöffnet. Da nützt auch keine verfassungsrechtliche Legitimation. Und wenn wir dennoch als Politiker gefordert sind, eine rechtliche Lösung zu finden, dann müssen diese Hürden de facto so hoch gehängt werden, dass eine Selbsttötung fast nicht möglich ist. Denn es gilt einfach der ethische Grundsatz und für Ärzte ganz besonders: Du sollst nicht töten. Jemanden umzubringen ist auch nicht Aufgabe eines Arztes, sondern die Aufgabe ist es, das Leben eines jeden Menschen möglichst bis zum letzten Atemzug menschenwürdig und erträglich zu gestalten. Ich denke, dass bei einer gut ausgebauten Palliativversorgung und psychologischer Betreuung, insbesondere junger Menschen, der Wunsch nach dem Tod sehr, sehr schnell nachlässt. Gerade wenn wir an die Geschichte Deutschlands denken, dürfen wir insbesondere, was die Sterbehilfe angeht, nicht Vorreiter sein, da die bestehende Gesetzeslage durchaus ausreichend ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Edgar Franke aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir als Politik sollten Urteile der höchsten Gerichte respektieren. So hat das Bundesverwaltungsgericht, ist mehrmals angesprochen worden, 2017 entschieden, dass bestimmte Sterbewillige ein letal wirkendes Medikament oder Mittel erhalten können. Darauf warten die Berechtigten, wenn sie überhaupt noch leben, aber bis heute vergebens. Das ist aus meiner Sicht absolut nicht in Ordnung. Es ist auch nicht in Ordnung, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ranghohe Vertreter der Politik, einer redet gleich nach mir, und auch die Ärzteschaft sich über dieses Urteil ganz klar hinweggesetzt haben und das auch bei uns im Gesundheitsausschuss so deutlich kommuniziert haben. Auch das Bundesverfassungsgericht hat im vergangenen Jahr, wie wir alle wissen, ein Urteil mit klarem Tenor gefällt. Wer sterben will, darf sich dabei unterstützen lassen. Das ergibt sich, so das Bundesverfassungsgericht, aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Auch diese Entscheidung sollten wir, ja, müssen wir respektieren und müssen wir als Politik auch umsetzen. Dafür schaffen wir oder wollen wir oder müssen wir einen verbindlichen Rahmen schaffen, der Sterbehilfe ermöglicht. Ein Rahmen, der die Würde des Einzelnen, der die Autonomie des Einzelnen auch respektiert und sichert. Ein Rahmen, der aber auch, und das sage ich ganz klar, verhindert, dass Menschen in den Suizid getrieben werden. Menschen müssen beraten werden. Menschen müssen auch zum Leben beraten werden. Der Gesetzentwurf, den Renate Künast, den Katja Keul und andere vorgeschlagen haben, setzt zumindest den richtigen Rahmen und ist auch eine gute Diskussionsgrundlage für die weiteren Debatten. Ich will drei Gründe liebe Kolleginnen und Kollegen, warum der Entwurf vernünftig und sachgerecht ist. Erstens, der Entwurf setzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zulässig um. Für alle, die nicht mehr leben wollen, aus welchem Grund auch immer, schafft er einen klaren Weg. Sie können mit der Unterstützung anderer selbstbestimmt sterben. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass dieser Entwurf auch rechtssicher ist. Zweitens, der Entwurf steht auch im Einklang selbst mit christlichen humanistischen Werten. Er nimmt die Menschen gerade in ihrem Sterbewunsch ernst und zeigt ihnen, dass die Gesellschaft in schwierigen Zeiten sie nicht allein lässt, sie berät und ihnen hilft. Das ist auch eine Form von gelebter Solidarität und auch Respekt und auch gelebte Nächstenliebe. Drittens, der Vorschlag stellt auch das Leben in den Mittelpunkt, denn die Sterbewilligen bekommen alle Wege aufgezeigt, die dafür sprechen, weiterzuleben. Ihm wird auch deutlich gemacht, uns als Gesellschaft liegt viel an dir, liegt viel darin, dass der jeweilige weiterlebt. Ihnen werden auch Perspektiven für das Leben aufgezeigt. Auch so kann man vielleicht sogar Leben retten, indem man mehrere Möglichkeiten ergebnisoffen aufzeigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt einen würdigen und sicheren Rahmen für die Sterbehilfe in Deutschland schaffen. Also ein Gesetz, das nicht nur Respekt vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zeigt, sondern Respekt auch vor den Menschen, die in einer besonderen, außergewöhnlichen Notlage eine autonome Entscheidung treffen wollen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Franke. Nächster Redner ist der Kollege Jens Spahn aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen in dieser Debatte auch über großes Leid, das Menschen widerfährt. Es geht um Menschen, deren Schmerzen, deren Leiden vielleicht auch an der Welt so groß ist, dass sie sterben wollen. Eine für die meisten eigentlich unvorstellbare Vorstellung und doch auch Ausdruck von Freiheit und freiem Willen in manchen Fällen. Und es geht gleichzeitig um die Fürsorgepflichten des Staates, der Gesellschaft, um unsere Werteordnung. Ein ethisches Dilemma in vielerlei Hinsicht. Jeder, der sich mit den Schicksalen dahinter beschäftigt, mit den Betroffenen und ihren Angehörigen spricht, weiß das.
Ich muss sagen, dass ich erst mal schwer schlucken musste, als ich von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Jahr hörte. Karlsruhe hat das uneingeschränkte Verbot der Beihilfe zum Suizid für verfassungswidrig erklärt und gleichzeitig ein umfassendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben erkannt, in jeder Phase menschlicher Existenz, so heißt es im Urteil. Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn wir nun darüber debattieren, ob und wie Sterbehilfe in Deutschland künftig geregelt, allein das Wort schon, geregelt sein soll, sterben. Das Bundesministerium für Gesundheit hat diesen Auftrag auch für sich angenommen und als Beitrag für die gesellschaftliche Debatte einen Arbeitsentwurf, und ich sage ausdrücklich einen Arbeitsentwurf, zur Verfügung gestellt. Das darin vorgeschlagene abgestufte Schutzkonzept basiert auf zwei Säulen. Erstens, die Hilfe zur Selbsttötung sollte mit einem neuen Straftatbestand im § 217 unter Strafe stehen, die Hürden zur assistierenden Selbsttötung sehr, sehr hoch bleiben. Für mich ist klar, es darf unter keinen Umständen einen sanften Druck geben, gesellschaftlich oder auch im privaten Umfeld Angebote der Sterbehilfe auch annehmen zu sollen. Das, was Sie auch, Herr Kollege, als Modell, das da entstehen kann, beschrieben haben. Eine solche Entwicklung wäre für unsere Gesellschaft fatal. Sollte zweitens vielmehr einen regulatorischen Rahmen, wenn denn schon mit klar definierten Ausnahmen geben, der Ärztinnen und Ärzte eindeutig vor Strafverfolgung schützt, wenn sie Sterbehilfe leisten. Zu diesem Rahmen zählen aus unserer Sicht unter anderem eine ergebnisoffene ärztliche Aufklärung, die Einbeziehung von gemeinnützigen Beratungsorganisationen, notwendige Wartefristen zwischen Entscheidung und Umsetzung, ein ganz klares Werbeverbot. Was aus meiner Sicht übrigens klar auch nicht dazu gehört, und das will ich hier sagen, weil es auch angesprochen worden ist von einigen Kolleginnen und Kollegen, was aus meiner Sicht nicht dazu gehört, ist eine Verpflichtung des Staates, selbst Medikamente zur Selbsttötung zur Verfügung zu stellen. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr klar gemacht, dass es zwar ein umfassendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben gebe, aber eben keinen Anspruch darauf, dass dabei geholfen wird. Der Staat sollte nicht, kein Beamter einer Behörde und erst recht nicht ein Minister nach seiner politischen Laune darüber entscheiden, ob jemand sterben darf oder nicht und nach welchen Kriterien diese Medikamente zur Verfügung gestellt werden. Das sollte nicht der Staat entscheiden. Nein, und im Übrigen, wenn wir schon bei der Juristerei sind, ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil im Einzelfall ist was anderes als ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und Verwaltungsgerichte entscheiden mittlerweile so, in dem Sinne, wie wir entschieden haben nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtes. Auch das bitte ich in der Debatte zu berücksichtigen. Und Herr Präsident, ich weiß, ich bin über der Zeit, aber weil das von Kolleginnen und Kollegen angesprochen worden ist, wollte ich es noch erwähnen. Der Staat jedenfalls sollte es nicht entscheiden. Es sollte eine individuelle Entscheidung von Arzt und Patient in einem besonderen Vertrauensverhältnis sein, das ja geregelt sein muss. Und das ist eine Debatte nicht mit Schwarz und Weiß, eine Debatte, wie wir sie führen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Spahn. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Daniela de Ridder aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Tod und Sterben sind in unserer Gesellschaft nach wie vor stark tabuisiert. Und allzu oft verdrängen wir die Grenzen des Lebens. Und auch deshalb ist es wichtig, dass wir hier heute diese Debatte führen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil klargestellt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Ausdruck persönlicher Autonomie auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst. Es ist also eine höchst individuelle Entscheidung, dem eigenen Leben, der eigenen Existenz ein Ende zu setzen. Die Bewertung von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit sind dabei die Maßstäbe. Uns hat das Bundesverfassungsgericht aufgetragen, klare Kriterien für den Zugang zu Hilfsmitteln zu definieren, die zur Umsetzung dieses Suizidwunsches notwendig sind. Wichtig ist mir dabei, und da weiß ich mich in guter Gesellschaft mit Katja Keul, Renate Künast und Edgar Franke, dass insbesondere schwer Erkrankte ein Recht auf würdevollen Suizid haben. Aber auch denjenigen, die aus anderen Gründen, nämlich etwa in allerschwersten Lebenskrisen, ihrem Leben ein Ende setzen wollen,
dürfen wir ein Recht auf Suizid nicht verwehren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Sich etwa mit Niereninsuffizienz verhungern und verdursten zu lassen, schwermütig und des Lebens überdrüssig, sich verzweifelt vor den Zug zu werfen oder sich im Wald zu erhängen, all das halte ich nicht für würdevolle Suizide. Es passiert aber tagtäglich. Suizidale benötigen in allererster Linie Beratung und Information im Kampf gegen ihre Verzweiflung. Und dennoch kann es auch danach so sein, dass der Wunsch nach Selbsttötung fortbesteht. In allen Fällen aber kommt Ärztinnen und Ärzten eine besondere Verantwortung zu, wenn sie sich nach intensiven Gesprächen und Beratung vom freien Willen zum Suizid bei ihren Patientinnen und Patienten überzeugen sollen. Dies nämlich ist eine Conditio sine qua non für die Abgabe von todbringenden Mitteln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz gleich, wie wir im weiteren Gesetzesverfahren debattieren und um Lösungen ringen werden, keine der Entscheidungen darf Ärztinnen und Ärzte oder Pflegekräfte kriminalisieren oder begleitende Angehörige kulpabilisieren. Uns aber bleibt die Verantwortung, Hilfen und Beratung deutlich auszubauen. Und ganz besonders gilt dies für Hospiz- und Palliativmedizin. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. de Ridder. Nächster Redner in dieser Debatte ist der Kollege Rudolf Henke aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, es ist wahr, das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe aufgehoben, und daran können wir nicht vorbei. Und zugleich hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, dass der Gesetzgeber und die Gesellschaft legitimiert bleiben, einer Entwicklung entgegenzutreten, an deren Ende sich der assistierte Suizid als normale Form der Lebensbeendigung insbesondere für alte und kranke Menschen etablieren könne, die geeignet sei, autonomiegefährdende soziale Pressionen zu entfalten. So das Urteil vom 26.02.20, Randnummer 248. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, in Deutschland sterben jedes Jahr etwa 10.000 Menschen den Suizidtod. Und die Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl der Suizidversuche etwa beim 10- bis 30-fachen liegt. Von denen, die einen Suizidversuch überleben, wissen wir, dass ca. 90% keinen zweiten Versuch unternehmen. Und deswegen, glaube ich, steht ganz im Vordergrund unserer Aufgabe, die Suizidprävention so zu organisieren, dass die Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, nicht dazu ermuntern, dass die Zahl der Suizide steigt. Unsere erste Aufgabe ist die Suizidprävention. Und dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört mit dazu, sich mit dem auseinanderzusetzen, was Suizidalität bedeutet. Und Suizidalität ist kein individuell über die Zeit beständiges Phänomen. Der in der Psychiatrie bekannte Zustand der kognitiven Einengung akut suizidgefährdeter Personen kann über Wochen hinweg den Eindruck einer eindeutigen Entschlossenheit hervorrufen. Und Suizidalität ist dennoch ein Phänomen, welches sich in menschlichen Beziehungen entwickelt, sich in Beziehungen ereignet und durch Erfahrungen in Beziehungen auch verändert. Sie ist kein beständiger psychischer Zustand. Vielmehr befinden sich suizidale Menschen meist in einem Zustand der Ambivalenz
Und auch die Einschränkung der medialen Verbreitung von Suizidmethoden und Anleitungen hat nachweislich suizidpräventive Effekte. Und deswegen finde ich, muss zunächst einmal die Frage der wirksamsten Suizidprävention in den Vordergrund. Und dazu gehört auch eine gehörig lange Zeit, um diese fehlende Konstanz des Willens und die Dynamik der Entwicklung der Suizidalität in Begegnungen, in Beziehungen und in menschlichem Miteinander sich entwickeln zu lassen. Ich bin sicher, dass das noch etlicher Debatten bedarf. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächsten Redner rufe ich auf den Kollegen Sven Schulz aus der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen vor der Aufgabe, das vom Bundesverfassungsgericht beschriebene Freiheitsrecht auf Suizid zu gewährleisten und gleichzeitig Wildwuchs und Missbrauch zu verhindern. Es geht darum, Hilfe zum Leben zu leisten, aber, wenn es die Betreffenden denn wirklich selbst wollen, auch Hilfe zum Suizid zu ermöglichen. Ich möchte hier darstellen, warum bei diesem Abwägen das Strafrecht meiner Meinung nach ein ungeeignetes Instrument ist, und zwar anhand eines Erlebnisses in meinem privaten Umfeld. Eine mir gut bekannte Frau erhielt eine schlimme Diagnose, ALS. Sie beschloss, ihrem Leben ein baldiges Ende zu setzen. Unter den Bedingungen des alten Strafrechts war das schwierig, aber sie hat über Umwege trotzdem etwas organisiert und ihr Mann hat dann beim Suizid assistiert. Alles gut also? Ich denke nicht. Die Frau musste sich illegal Medikamente besorgen und alles still und heimlich machen, ohne professionelle Hilfe. Und ihr Mann, der gerade seine Frau in den Tod begleitet hatte, wurde direkt nach dem Suizid zur Polizei gebracht und verhört, anstatt mit seiner Familie trauern zu dürfen. Dieses Beispiel hat mir gezeigt, es ist ein Weg nötig, der den Menschen den selbstbestimmten, würdigen Abschied ermöglicht, sicher, schmerzlos, begleitet, auch von Ärzten und mit Angehörigen, die dann nicht die Polizei fürchten müssen. Der Entwurf Helling Pla, Sitte, Lauterbach und anderen, den ich unterstütze, schlägt einen solchen Weg vor und setzt dabei auf Hilfe und gute Beratung anstatt auf die Strafandrohung. Mir ist dabei aber wichtig zu betonen, dass die Beratung auch Wege ohne Suizid aufzeigen muss und dass wir mehr palliativmedizinische Angebote und Hospizplätze schaffen müssen, auch psychologische Hilfe in verzweifelten Lebenslagen. Es geht hier nicht darum, die Menschen schnell in den Tod zu befördern, sondern es geht darum, ihnen zu helfen und dann, wenn sie es wirklich wollen, auch beim Suizid. Kolleginnen und Kollegen, dieses Thema hat auch noch eine andere Dimension. Bisher ist es ja so, dass diejenigen mit Kenntnissen, mit Kontakten, mit Geld schon Wege finden. Die fahren halt, mal grob gesagt, zur Not in die Schweiz. Diejenigen ohne solche Möglichkeiten stehen da, können ihr Recht auf Suizid nicht gut wahrnehmen, leiden weiter oder verfallen auf unsichere, schmerzhafte Suizidmethoden. Es ist Hilfe für alle Menschen nötig, unabhängig von Geld und Status. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und hoffe, dass wir zu einer schnellen Gesetzgebung kommen, denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht Unterstützung, Regeln für die Suizidassistenz und einen sicheren rechtlichen Rahmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Ich rufe als Nächsten auf den Kollegen Peter Weiß aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, es gibt ihn, den autonomen, selbstbestimmten, freihandelnden Menschen,
der sich im Zweifel entscheidet, ich will den Freitod. Aber wenn wir in einer solchen Parlamentsdebatte Orientierung suchen, was und wie sollen wir als Parlamentarier gesetzlich das regeln, dann beschäftigt mich zuallererst einmal die Tatsache, dass über 90% derer, die eine Suizidhandlung vorgenommen haben, Menschen sind, die an einer psychischen Erkrankung leiden, in der Regel einer Depression. Und alle Erfahrungen aus der Arbeit mit solchen Menschen zeigt, dass sehr wohl diesen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit passgenauen, zielgruppenspezifischen und niedrigschwelligen Suizidpräventionsangeboten sehr wirksam geholfen werden könnte. Wer sich selbst das Leben nehmen will, befindet sich meist in einer absoluten Ausnahmesituation und in einer Situation von schrecklicher Verzweiflung und großer Lebensangst. Und deshalb trifft nur eine sehr geringe Zahl eine wirklich dauerhaft frei getroffene Entscheidung. Und aus meiner eigenen Erfahrung, die ich jetzt mit den in den letzten Jahren aus meiner Familie Verstorbenen kenne, ist, dass in den Gesprächen am Lebensende sehr oft Todeswunsch und Lebenswunsch sehr nahe beieinander liegen. Oft im gleichen Gespräch zwei Sätze auseinander. Was folgt jetzt daraus? Ich glaube, wenn wir etwas recht regeln wollen als Parlament, dann sollten wir als allererstes darauf Wert legen, dass wir ein umfassendes legislatives Schutzkonzept schaffen, zu dem folgende Maßnahmen gehören müssen. Ein verlässlicher und flächendeckender Ausbau von Hospiz-palliativen Angeboten mit sowohl medizinisch-pflegerischer als auch psychosozialer und seelsorgerlicher Begleitung. Der Ausbau von suizidpräventiven Angeboten. Der Ausbau von Angeboten gegen Einsamkeit und Isolation. Eine frei verantwortliche Entscheidung kann nur treffen, wenn alle möglichen Alternativen und alle Möglichkeiten, die das Leben bietet, bekannt, offen und auch zugänglich sind. Freier Wille ist nur wirklich frei bei ausreichender und umfassender Information. Und ich finde, dass das zu gewährleisten, ist zuallererst unsere Verpflichtung und Aufgabe als Politiker und Gesetzgeber. Ich glaube, dass wenn wir gerade das schaffen, dass wir dann verhindern, dass unsere Gesellschaft möglicherweise auf eine schiefe Bahn gerät, weil wir dem Lebensschutz gerade auch der von vulnerablen Gruppen nicht mehr den gebührenden Rang einräumen. Das sollten wir uns allerdings zur fördersten Aufgabe der Politik machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter Weiß. Für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin die Kollegin Claudia Moll. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr dankbar, dass wir heute diese offene Orientierungsdebatte zur Suizidhilfe führen. Ich selbst bin noch auf der Suche nach der richtigen Lösung. Viele Jahre habe ich als Altenpflegerin und als Fachkraft für Gerontopsychiatrie gearbeitet. Dabei habe ich viele schöne, rührende Situationen mit meinen mir anvertrauten Menschen erleben dürfen. Aber auch viele traurige Ereignisse. Für mich ist und war es immer selbstverständlich, den letzten Weg gemeinsam zu gehen. Und dabei habe ich bei schwerstkranken, austherapierten Menschen die Angst, die Schmerzen und die Verzweiflung hautnah miterlebt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eröffnet uns eine Möglichkeit zur Suizidhilfe, die nicht nur alten und schwerstkranken Menschen helfen, sondern auch für Menschen in jeglichen furchtbaren Krisensituationen Hilfe anbieten kann.
ebenfalls bei Menschen mit schwersten psychischen Erkrankungen. Meines Erachtens gibt es dort keine Begrenzung. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns intensiv mit der Suizidprävention auseinandersetzen. Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie glauben nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, ach, wäre ich doch schon tot. Oft verblasst dieser Wunsch, wenn die Menschen gut umsorgt, begleitet und palliativ gut versorgt werden. Vor diesem Hintergrund möchte ich dringend appellieren, dass wir uns darum kümmern, diese immer noch bestehenden Defizite in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu beseitigen und den weiteren wichtigen Bedarf und Ausbau voranzubringen. Denn Hospiz und Palliativ bedeuten in sich schon ein wichtiger Teil der Suizidprävention. Suizidhilfe muss das bleiben, was sie bislang gewesen ist. Eine Ausnahme in Extremsituationen schwersten Leidens. Ich möchte keine Regelung, die die Suizidhilfe zu einer neuen Normalität des Sterbens macht. Am meisten haben die Menschen Angst, dass ihr Leben an technischen Geräten hängend endet. Nur man muss am Lebensende nicht alles über sich ergehen lassen. Und da besteht ein riesiges Informationsdefizit. Therapieabbruch und Therapieverzicht gehören auch zu einer guten Palliativversorgung. Wir werden auch noch darüber nachdenken müssen, wie die Einrichtungen selbst mit diesen Fragen umgehen werden. Ich möchte in keiner Einrichtung arbeiten, wo Suizidhilfe gestattet ist. Ich möchte keine Suizidhilfe leisten. Möchten Sie das? Ich verurteile keinen Suizid. Glauben Sie mir, auch das habe ich schon ganz oft erlebt. Und es ist furchtbar. Ich möchte nicht, dass daraus ein Dienstleistungssystem wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Moll. Der nächste Redner, CDU-CSU-Fraktion, ist der Abgeordnete Erich Elsdorfer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Suizidforschung zeigt, dass die überwiegende Zahl der Suizidversuche auf psychischer und sozialer Not basieren. Jene Versuche sind in den meisten Fällen Verzweiflungsreaktionen auf ein schwerwiegendes Ereignis oder eine soziale Notsituation. Der Wunsch, früher aus dem Leben zu scheiden, ist deshalb ganz oft ein ambivalentes bzw. kurzfristiges Phänomen, das häufig abklingt, wenn man es nicht befeuert. In einem Land, welches gerade alles dafür tut, um einzelne Menschenleben zu retten, darf es hier flankierend ein Geschäft mit dem Tod geben? War nicht unser Grundsatz immer, dass wir die Hand reichen zur Hilfe und nicht zur Tötung? Menschen sollten auf ihrem letzten irdischen Weg palliativmedizinisch oder durch die Hospizbewegung begleitet werden, um ihnen Leid, Schmerzen, Angst und solche Dinge zu nehmen und nicht von entsprechenden Angeboten irgendwie umschwirrt zu werden, um ihr Leben abzukürzen. Durch gesetzliche Regelungen, welche den assistierten Tod erlauben und ermöglichen, wird natürlich auch ein Grundsatz, und erlauben Sie mir diese persönliche Meinung, aus dem christlichen Bereich auch komplett weggewischt. Kardinal Höfner sagte 1987, der Mensch stirbt nicht an einer Krankheit oder an einem Leiden, sondern dann, wenn Gott ein Leben vollendet hat. Wir dürfen gerade in dieser schwierigen Zeit, welche natürlich auch von Schmerz und Entbehrung geprägt ist, den Schwächeren in unserer Gesellschaft nicht einfach die Tür
der Lebensabkürzung aufstoßen. Es ist vielmehr ein Zeichen der Achtung, dass wir ihnen sowohl gesellschaftlich als auch medizinisch und persönlich Aufmerksamkeit schenken und Kummer sowie Leiden ernst nehmen. Und so verstehe ich auch diese Debatte und ich danke Ihnen allen für Ihre Eindrücke und für Ihre Meinungen, weil das ist wichtig und das kann auch zur Lösung beitragen. Gerichte entscheiden, ob richtig oder falsch. Und ich glaube, dass wir gestern bei unserem Vorgespräch, und das hat mich beeindruckt, dass Professor Beine, Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Witten-Herdecke, gesagt hat, dass vor allem auch andere Maßnahmen wie Änderungen zum Beispiel beim Brückenbau, bei Autobahnbrücken oder auch bei Führungen von Eisenbahnlinien, dass das auch mit eine Rolle spielt, hier diese ganzen suizidären Aktivitäten zu beschränken. Vorsorgemaßnahmen, verbesserte Aufklärung sowie gewachsene Sensibilität in der Berichterstattung und auch Verkleinerungen der Medikamentenverpackungen spielen hier eine Rolle. Daran wollen wir weiterarbeiten. Uns leitet Leben stärken, je nach Situation, und Suizidprävention fördern. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Herzlichen Dank. Ich rufe auf den nächsten Redner, Alexander Kraus, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frage nach dem assistierten Suizid ist die Frage, was das Leben bedeutet. Als Christ sehe ich das Leben als bedingungslos wertvoll an, von Anfang bis zum Ende. Das Leben ist für mich ein Geschenk Gottes und dafür und deshalb für uns Menschen nicht verfügbar. Und das Sterben gehört zum Leben dazu. Sterben ist ein wichtiger Abschnitt im Leben, wo man vor dem inneren geistigen Auge sein Leben nochmal Revue passieren lässt, wo man darüber nachdenkt, was war mir wichtig gewesen im Leben, wo man darüber nachdenkt, was kommt nach dem Tod und wo man vielleicht auch darüber nachdenkt, was Martin Luther sich gefragt hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott. Jetzt gibt es Situationen, wo ein Mensch sein Leben als wertlos betrachtet und an Selbstmord denkt. Wenn es aber eine Hilfestellung für den Selbstmord gibt, dann betrachtet nicht nur der Betroffene sein Leben in diesem Moment als wertlos, sondern dann tut es eine ganze Gesellschaft. Das Signal, was von dieser Beihilfe ausgeht, ist doch klar. Wir als Gesellschaft, wir brauchen dich nicht, du bist wertlos. Nun spricht das Bundesverfassungsgericht davon, dass der assistierte Suizid nicht zur gesellschaftlichen Normalität werden dürfe. Ich glaube aber, genau dieser Effekt wird eintreten, wenn man es ermöglicht. Das zeigen ja die Beispiele in den Niederlanden oder in der Schweiz. Meine Befürchtung ist, dass der Druck auf alte und kranke Menschen wachsen wird. Mit der unausgesprochenen Botschaft: Du hast doch die Möglichkeit zum Sterben, warum fällst du uns eigentlich noch zur Last? Es gab noch nie so viele Möglichkeiten, Schmerzen wirksam zu behandeln wie heute. Diese Möglichkeiten sollten wir ausschöpfen. Wir sollten Sterbenden zur Seite stehen. Wir brauchen keine Hilfe zum Sterben, sondern wir brauchen eine Hilfe beim Sterben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Vater war an seinem Lebensende schwer pflegebedürftig und wurde zu Hause von meiner Mutter gern aufopferungsvoll und liebevoll gepflegt, wie das viele tausende pflegende Angehörige auch heute tun. Bei mir hat sich ein Satz eingebrannt von einem Arzt, der zum Hausbesuch gewesen ist. Der hat meinen Vater gefragt: Sehen Sie nicht, was Sie Ihrer Frau antun? Mein Vater konnte sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr bewegen und er konnte auch schon lange nicht mehr sprechen. Ich möchte nicht, dass ein alter oder kranker Mensch bei uns im Land diese Frage gestellt bekommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Alexander Kraus. Der nächste, Professor Dr. Heribert Hirte, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der heutige Tag zeigt doch in einer gewissen Dramatik die Konfliktsituation zwischen Lebens- und Gesundheitsschutz auf der einen Seite und Freiheitsrechten auf der anderen Seite. Heute Morgen haben wir bei der Diskussion um die Reform des Infektionsschutzrechts genau vor derselben Frage gestanden: Leben und Gesundheit zu schützen und abzuwägen gegen Freiheit. Und jetzt führen wir dieselbe Diskussion am Ende des Lebens mit dem Blick auf die Entscheidungsmacht, die Entscheidungsfreiheit, die Rechte des Einzelnen. Für mich ist dabei die Priorisierung immer klar gewesen. Ohne Lebens- und Gesundheitsschutz gibt es keine Basis für die Freiheit. Dieser Entscheidungslage ist der Deutsche Bundestag in einem mit großer Mehrheit verabschiedeten Gesetz gefolgt. Es waren fast zwei Drittel der Abgeordneten, die dem Gesetz zugestimmt haben. Und wir haben die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat ebenso deutlich, nämlich einstimmig, dieses Gesetz aufgehoben und sogar noch weitergehend uns einen Regelungsauftrag für die Schaffung des Rahmens für das Recht auf selbstbestimmten Freitod gegeben. Das Urteil hat durchaus zu Irritationen geführt, denn es gab kaum ein Gesetz, das so intensiv vorbereitet, erörtert und am Ende abgewogen wurde, wie das vom Bundesverfassungsgericht am Ende einstimmig aufgehobene Gesetz, über dessen Neufassung wir jetzt hier beraten müssen. Ich tue mich schwer, diesem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts zu folgen, eine Regelung für das Sterben zu finden. Ich tue mich schwer, als Demokrat hier in der Legislative einem Auftrag der Judikative folgen zu müssen. Und ich tue mich schwer, vor meinem Gewissen diese Entscheidung, diesem Auftrag Folge leisten zu müssen. Denn wenn man das weiterdenkt, öffnet sich der Raum für Fragen über Fragen. Vor allen Dingen für die Abwägung, die Aufgabe der Lösung unzähliger Diskriminierungen, die Notwendigkeit, unterschiedliche Lebenssituationen zu würdigen. Wie ist es mit dem jungen Mensch, der wegen seines Liebeskummers sterben will? Und wie ist es mit dem alten Mensch, der irreversibel krank ist? Das sind Entscheidungen, die ich von meinem Gewissen so nicht einfach verantworten kann. Deshalb halte ich den Ansatz für richtig, den Ansgar Heveling vorgetragen hat, mit einer strafrechtlichen Regelung weiterzumachen, sicher abgeschwächt, aber vielleicht beschränkt auf die Werbung. Denn eines ist klar: Die Selbstbestimmung, die das Bundesverfassungsgericht betont hat, adressiert eine irreversible Entscheidung, und die Beurteilung erfolgt nicht durch den, der wirklich die Entscheidung trifft, sondern durch Dritte. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich rufe auf den Kollegen Axel Müller, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Bundesverfassungsgericht als Auslöser der heutigen Debatte hat § 217 StGB für nichtig erklärt, weil er das Recht auf selbstbestimmtes Sterben als Ausdruck der persönlichen Autonomie und die Möglichkeiten, dafür bei Dritten Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen, zu sehr einschränke. Es gilt gegenwärtig der Rechtszustand, der zum Kern der Juristenausbildung gehört. Beihilfe zum Selbstmord ist nicht strafbar, Tötung auf Verlangen aber sehr wohl. Und dennoch können wir uns damit nicht zufrieden geben. Wir spüren alle das Bedürfnis nach ergänzenden Regelungen. Allen Initiativen, die heute vorliegen, zolle ich wirklich größten Respekt. Sie sind geprägt von einem verantwortungsvollen Ringen
Um eine gute Lösung beweisen, Gestaltungswillen haben juristische Qualität. Ich will ein paar allgemeine Gedanken in die Diskussion einbringen, die mich ganz persönlich, aber auch viele Menschen, mit denen ich in Gesprächen war oder in Diskussionen mich befand, gesagt und mir mitgeteilt haben. Und von denen ich mir wünschen würde, sie würden bei der weiteren Debatte auch Berücksichtigung finden. Auffallend ist bei einzelnen Initiativen, dass sich scheinbar die Überzeugung durchgesetzt hat, der Staat müsse Strukturen schaffen oder zumindest unterstützen, die es dem Selbsttötungswilligen ermöglichen, seinen Willen in die Tat umzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings nur untersagt, die Umsetzung des autonom gefassten Willens zur Selbsttötung zu unterbinden. Eine Verpflichtung, ein Verfahren zu entwickeln, das diese Möglichkeit bis ins kleinste Detail regelt, die diesen innersten Prozess eines Menschen auf normenbasierten Regeln weiter ausgestalten, hat es nicht explizit ausgesprochen. Hier scheint mir doch Zurückhaltung angesagt. Und zu den höchsten Aufgaben eines Staates gehört es, das Leben seiner Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Das geht hinein bis in den pränatalen Bereich, wo wir Verfahren haben, in denen das staatliche Wächteramt, wie beim Schwangerschaftsabbruch beispielsweise, greift. Kritisch sehe ich daher, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung die Menschenwürde mit der persönlichen Autonomie des Individuums auf eine Stufe gestellt hat und dabei den Menschen als sozial verfasstes Wesen aus meiner Sicht etwas aus dem Blick verloren hat. Hier sollte der Horizont des Gesetzgebers, also der unsrige, etwas weitergehen. Für mich verträgt sich das nicht mit dem biblischen Grundsatz, dem Inbegriff menschlicher Solidarität, einer trage des anderen Last. Und Initiativen beziehen auch die Berufsgruppe der Ärzte mit ein, die sich eher bislang zurückhaltend zur assistierten Suizidhilfe geäußert haben. Deren Aufgabe es ist, Kranke zu heilen oder deren Leiden zu lindern. Hier sehe ich auch noch Diskussionsbedarf mit dieser Berufsgruppe. Und ich möchte noch einmal zurückkommen auf den einleitenden Satz unseres Grundgesetzes. Im Bewusstsein seiner Verantwortung von Gott und den Menschen sind die einleitenden Worte des Grundgesetzes. Nach meinem christlichen Verständnis ist Leben ein Geschenk Gottes, das man weder ablehnen noch zurückgeben kann. Sterben ist ein Teil des Lebens. Daher muss es klare Restriktionen geben. Und ich wünsche uns weiterhin eine von solch hohem Respekt geprägte Debatte, wie ich sie heute erleben durfte. Vielen Dank. Vielen Dank, Axel Müller. Der nächste Redner, der Kollege Philipp Amthor, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als der Deutsche Bundestag vor 6 Jahren das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung beschlossen hat, habe ich die damaligen intensiven Debatten, damals noch als Jurastudent, aber mit großer Begeisterung verfolgt. Ich empfand es als Sternstunden des Parlaments. Intensiv, ernsthaft, sensibel, abgewogen und am Ende ausgewogen. Umso entrüsteter war ich dann aber, als ich mich intensiver mit der aufhebenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem zurückliegenden Jahr auseinandergesetzt habe. Ich empfand und ich empfinde es als übergriffig, dass Karlsruhe uns als Gesetzgeber so stark beschnitten hat, dass selbst der damals weitgehendste Entwurf zu einer Liberalisierung, dass selbst dieser Entwurf wahrscheinlich verfassungswidrig gewesen wäre. Während der Gesetzgeber der letzten Legislaturperiode, während viele Kollegen, die sich heute auch in der Debatte geäußert haben, die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen aus, wie ich finde, nachvollziehbaren Gründen eher in der Dimension der Autonomiegefährdung gesehen haben, hat das Bundesverfassungsgericht dieses Bild in das Gegenteil verkehrt und Sterbehilfevereine quasi zu Autonomiewahrern erhöht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Metamorphose, diese Umkehr des Willens des Gesetzgebers und dieses Autonomieverständnis geht mir zu weit.
Das Bundesverfassungsgericht ist der Letztinterpret, aber eben nicht der Alleininterpret unserer Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Wächterfunktion, aber nicht die primäre Gestaltungsfunktion. Die haben wir als Parlament. Und deswegen möchte ich zum Ende dieser Orientierungsdebatte dafür plädieren, dass wir mehr als eine Schreibstube des Bundesverfassungsgerichts in diesem Verfahren sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht darum, denn das haben viele Vorredner gesagt, dass wir in der Frage der Maßstäbe deutlich machen, dass das Grundgesetz für uns nicht eine Verfassung des Sterbens, sondern zuallererst eine Verfassung für das Leben ist. Das Grundgesetz verlangt, dass sich der Staat schützend für das Leben einsetzt, und das Grundgesetz sieht Menschenwürde und Schutz des Lebens als unteilbar. Und dabei ist klar, und das muss uns leiten, dass die Menschenwürde immer auch Grund und Grenze der Selbstbestimmung ist. Die Menschenwürde kulminiert am Ende eben nicht in Selbstbestimmung, sondern jedes Verständnis von Selbstbestimmung, über das wir reden müssen, muss sich aus der Menschenwürde ableiten können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist eine Entscheidung zur Suizidprävention, eine Entscheidung zur Beschränkung der Suizidhilfe kein Widerspruch zur Selbstbestimmung, sondern ein Beitrag zum Schutz der Menschenwürde. Und dafür müssen wir werben. 4 klare Punkte. Ich warne vor einem Suizidunterstützungsgesetz, sondern werbe für ein Menschenwürdeschutzgesetz. Wir brauchen ein klares Schutzkonzept. Wir sollten eine Regelung im Strafrecht treffen. Und wir müssen für eine Wahrung der kirchlichen Autonomie und für einen Tendenzschutz der Religionsgemeinschaften werben. Tun wir das selbstbewusst in einem klaren und auch definierenden Verfassungsverständnis von Selbstbestimmung und Menschenwürde. Herzlichen Dank. Ich schließe eine, wie ich finde, sehr interessante, tiefgehende und auch nachdenkliche Debatte. Herzlichen Dank allen Rednern dafür. Und ich rufe auf